Hallo Anne, hallo Dickbert. Habe alle Nigiragi-Arten Scheine geholt in einer Stunde. Ich glaub dir kein Wort. Seit gestern Abend ein wenig Horry-Sets dran. Moment, das heißt, du hast dein Kyogre? Hast du Kyogre gefunden? Hallo Lennart. Hast du es tatsächlich geschafft? Was machst du heute? Steht im Titel. Hallo Daniel. Mach jetzt erstmal 3DS-Dinge. Hast du es mit der SD-Karte hingekriegt? Alle haben ein Abzeichen. Dann glaube ich es dir erst recht nicht. Hast du das die SD-Karte geschafft und jetzt hast du den? Ja, hat geklappt, war dann easy. Okay. Und jetzt bist du richtig, richtig geil auf den 3DS. Wurde dieses Pyroleo auf dem Felsen inzwischen mal von jemandem in Shiny gefunden? Keine Ahnung. Ich habe gehört, du machst das als nächstes, weil du so ein Löwenfan bist. Hallo Happens. Jetzt habe ich mich durch Alola durchgequält. Hattest du das davor mal gespielt? Fandest du es so schlimm, wie ich immer sage? Oder übertreibe ich? Übertreibe ich, der es nie gespielt hat. Schlechtestes Spiel von allen. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Du untertreibst doch immer. Deswegen ist... Also es ist noch schlimmer, meinst du? Sonne, Mond ist noch schlechter, als ich sage. Das kann kaum sein, eigentlich. Wie war First Run? Fand's unheimlich zäh. Es ist halt noch mehr ein Kinderspiel als alle anderen, finde ich. Und ich muss es noch 2,5 Mal machen. Ich habe noch nie das gemacht. Ich muss es noch komplett machen. Hallo, Draud. Draud, ich sehe keinen Zettel. Wo ist dein Zettel? Normalerweise machst du immer zuerst einen Zettel. Leute, Leaks. Habt's alle gesehen, die Leaks. Wir wissen ganz genau, was am Pokémon-Tag in 3 Wochen verkündet wird. Die Leaks sind sowas von bestätigt. Oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben. Schreib's vor dem Zettel. Na gut. Brauche ich für den Living Dex auch noch Usum, wenn ich SM habe? Nee, solange du Schwert und Schild hast. Weil in Schwert und Schild sind alle Ultra-Bestien drin. Ultrason, also Sonne und Mond brauchst du. Ich bin mir nicht sicher, ob du Sonne und Mond. Ob du nicht Schwarz und Weiß brauchst. Warte mal, ich habe doch eine schöne Übersicht. Die ich nicht finde. Hier. Ach, da habe ich nur hingeschrieben, zur Let's Gen 7. Aber kann man Kukma da und die Veggie, also die Affen, auch in Gen 7 fangen? Ich glaube nämlich, man kann die da gar nicht fangen. Nur in, ja, XY musst du es fangen. Für den Living Dex brauchst du Nagelots und Nagelots gibt es nur in XY. Du brauchst XY für den Living Dex. Für die Affen und für Nagelots. Ansonsten kannst du so gut wie alles in... Ah ne, und Venikro gibt es nur in Ultrasonne und Ultramond. Aber Venikro gibt es auch in Schwert und Schild. Da geht es um Shiny gerade. Ja. Wo kann ich die Leaks sehen? Nirgendwo, ich verarsche euch bloß.
Das Internet rastet schon wieder aus, dass es Leaks gibt, aber es gibt keine Leaks. Leak überhaupt zu sagen, ist eine Unverschämtheit. Leak bedeutet, es ist tatsächlich ein Leak und kein Gerücht. Es gibt nur Gerüchte und die stimmen alle nicht. Keine Angst. Wart einfach, bis die Pokémon Presents draußen ist, am 27. Und sei dann enttäuscht. Wie findest du Urgell? Urgell kenne ich nicht. Was ist das für ein Pokémon? Nein, ich muss lieb sein. Urgell ist cool. Das sind Fanhoffnungen, ja. Du brauchst nur XY. Usum brauchst du nicht, wenn du Schwert und Schild hast. Hallo Versi. Hallo Schmaddel. Hier, eure Zettel. Wir haben Drarot mit einem Krawumps. Wir haben Jay Gamer mit einem Brüllschweif. JJ ist heute ein Glaciola. Humanoloid für Anne. Ein sogenanntes Phyrnontor für Schmaddel. Und ein Paras für Luffa. Und Daniel hat ein Magiana. Nicht schlecht, Magiana. Ich glaube, das sind beides die günstigsten Editionen. Schwarz 2 ist nicht günstig. Achso, XY? XY, mei, ist halt Vollpreis. Was günstig ist. Für alte Spiele. XY, ich meine, klar kannst du irgendwo gebraucht XY finden, aber XY und Sonne und Mond sind halt Originalpreis, was 40 Euro oder was das gekostet hat. Allerdings stimmten die meisten Leaks in der Vergangenheit, deshalb finde ich das gar nicht so abwegig. Diese Aussage ist komplett falsch, denn die wenigsten Leaks haben gestimmt. Gestimmen? Gestommen? Welcher Leak hat gestimmt? Von 100% der Sachen, die Gerüchte gibt, stimmen nicht mal 1%. Wusstest du, dass es Leaks gab, dass wir einen Wassermelon-Smogon kriegen im zweiten DLC? Oder ein Ananas-Myrapla? Wo sind die? Alle haben so getan, als ob das 100% wirklich so passiert, weil es gab Bilder und richtige unscharfe Bilder auch und Pokédex-Einträge. Nix war. Komisch. Nix hat gestimmt. Hallo Azrael. Hi. Endlich wieder Prime. Prime ist sehr gut. Wir haben Black Devil Bee mit einem Sangarbis. Heißt es so? Sangarbis? Sangalabis? Sang. San. 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 Sangalabis. Morcha war schon geleakt, aber nicht so krass. Ja. 2 Stunden vorher oder so. Das neue Mysteriöse aus dem zweiten DLC. Das war kein Leak. Das würde ich nicht als Leak bezeichnen. Das Spiel ist rausgekommen und Leute haben in das Spiel reingeschaut und dadurch das Mystische gefunden. Ein Leak ist etwas, wenn du etwas... Ich meine, es ist schon eine Art von Leak, das stimmt. Aber das hast du eins genannt, was ich noch nicht mal wirklich als Leak sehe, weil das war, das hat uns Game Freak auf einer silbernen Platte gegeben. Hier ist das Spiel. Oh, lass mal reinschauen. Oh, da ist ein mystisches Pokémon. Da solltet ihr noch nicht reinschauen. Da ist ein Ordner drin mit einem neuen mystischen Pokémon. Nicht draufklicken, nicht draufklicken. Husky, du bist ein Stern, du. Das ist kein Leak, das ist ein Datamine, genau. Da war das Spiel schon draußen. Ja. Nächstes. Welcher Leak hat gestimmt? Es gab Leaks, die gestimmt haben. Beziehungsweise, Leaks stimmen immer, weil es ist ein Leak.
Aber die Leute sagen zu etwas Leak, was kein Leak ist, sondern ein Gerücht. Und Gerüchte haben so gut wie noch nie gestimmt. Ich würde nicht mal sagen, 1% von all den Gerüchten, die es immer gibt, haben vielleicht 1% gestimmt. Und wahrscheinlich nicht mal 1%. Hallo Sophie. Probiere Pokémon Diamanten nur mit Shiny Pokémon durchzuspielen, bin immer noch im Starter. In BDSP oder im Original Gen 4 Spiel? Weil Gen 4 wäre 1 zu 8000. Viel Erfolg! Aber Morcha. Ja. Auch das. Wie heißt es? Hydrapfel. Hydrapfel war quasi auch geleakt. Aber es sind nicht wirklich Leaks, weil das Spiel, die Spiele sind draußen und die, das wird im Code gefunden. Und das ist alles im Rahmen des Releases. Ich habe dir die drei Nigiragi auf Insta geschickt. Okay. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, bin ich gespannt. Das ist Photoshop. Das ist Photoshop. Ich glaub dir kein Wort. Außerdem sieht man da gar nicht die Titel sieht man da gar nicht. Außerdem hast du gesagt, du hast sie innerhalb von 3 Minuten gefangen. Das sieht man in dem Bild auch nicht, dass du sie in 3 Minuten gefangen hast. Hallo, der Archivkanal ist das Beste, was mir je passiert ist. Warum? Hallo, Maurikun. Hey, Salad. In BDSP? Okay. Viel Erfolg. Hallo Ricky. Und ich dachte, ich bin masochistisch. Mei. Viele haben die Starter resettet in BDSP. Es geht schon. Ich kenne Leute. Wie lange hat Mio gebraucht? Keine Ahnung, 6000 oder so? Okay, wir gehen hier rüber. Und schaut, wie mein Controller in der Zeit sich bewegt hat. Jeder ist auf einem anderen Punkt. Was soll das? Aber mein Controller war aus. Darf man nach deiner Meinung zur Hack-ROM Pokémon Radical Red fragen? Ja, darfst du. Ich warte erfreut auf deine Frage. Und ich sitze sowas von schief hier drin. Ich habe es gestern tatsächlich geschafft, das fette Void-Glitch-Video fertig zu machen. Und es hat richtig Spaß gemacht. Mir ist schon ein Fehler aufgefallen, beziehungsweise jemandem auf YouTube ist ein Fehler aufgefallen. Aber der ist nicht so schlimm. Ich habe wieder Giratina und Darkrai verwechselt. Ich habe Darkrai hingeschrieben anstatt Giratina. Warum verwechsel ich die so leicht? Weil der Name so ähnlich klingt. Die sind so hart und mit Giratina, Darkrai. Keine Ahnung, ich finde, die kann man gut verwechseln. Dann sind sie auch noch beide böse und krank und... Cooles Video, by the way, sehr komplex. Dankeschön. Ich habe es noch nicht auf YouTube rausgebracht. Hast du es komplett angeschaut, Marco? Ist dir irgendwas aufgefallen? Ich meine, du hast es bestimmt nicht nachgemacht. Ich habe bei so einem Tutorial habe ich nur wieder so Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Aber wer soll das denn jetzt auch schnell einmal... Ich habe es ja live gemacht. Erstens habe ich es live gestern gemacht und ich habe es live im Video gemacht. Es muss stimmen, was ich da mache. Ich habe nur so Angst, dass Leute ihren Speicherstand kaputt machen wegen dem Video. Du hast zwischendrin Gameboy gesagt. Das mache ich aber sowieso absichtlich. Für mich ist ein Handheld, außer, also ein Handheld, der von Nintendo ist, ist für mich ein Gameboy. Außer die Switch.
Aber ein 3DS ist für mich auch ein Gameboy. Das hat keinen tieferen Hintergrund. Mir wurde das Spiel ans Herz gelegt und ich bin mittlerweile beim ersten Orden, muss aber sagen, ich finde es nicht so einfach, trotz Default-Settings. Es heißt hier auch Radical Red. Ist nicht Radical Red eins von diesen Nuzlocke-Fan-ROMs? Was heißt Nuzlocke? Aber du kannst eine Nuzlocke machen. Aber es ist natürlich, Radical Red soll sehr schwer sein. Kann mir jemand zu gemoddeten 3DS helfen eigentlich? Nein, das musst du selber auf Google einfach nachschauen. Hier wird schon darüber gesprochen, aber keiner wird dir hier helfen. Mir geht's nicht darum, wir können locker darüber reden, es ist nicht illegal. Ich will nur Leuten nicht dabei helfen, weil Leute es für illegale Sachen benutzen. Deswegen hier und auf dem Discord darf niemand Tutorials bereitstellen, wie man einen DS moddet. Weil Leute es für illegale Sachen benutzen, da habe ich keinen Bock drauf. Habt ihr die Abzeichen geschickt? Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf die Abzeichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass anschauen. Nö, hab nichts gekriegt. Ah, da. Okay, die Abzeichen. Ich bin gespannt. Okay, okay. Schon wieder Photoshop. Immer dieses Photoshop. Das könnte alles vom Gleichen sein. Aber ich muss sagen, du benutzt sehr, sehr gutes Photoshop. Jetzt sehe ich das eine nicht. War das eine zufällig shiny? Nein. 1, 2, 3, 4. War das das erste heute? Das war das erste heute. Krank. Grandelbart, google es einfach. Wenn du es nicht schaffst zu googeln, wie man ein 3DS moddet, dann bist du es nicht würdig, dein 3DS zu modden. Wie modde ich mein 3DS.de? At Google. Hashtag. Verbrecher. Mein Blutdruck ist ganz... Mein Blutdruck ist nur so niedrig, weil ich Leute so gemein behandle. Weil ich es rauslasse. Blöde Frage, ist der Mover schon in der Bank drin oder brauche ich den extra? So eine blöde Frage. den brauchst du extra. Wie ich in meinem schönen Video erklärt habe, Marco, sind das zwei Apps, die du brauchst. Früher hast du die eine runtergeladen in der Bank, was aber heute nicht mehr geht, weswegen du sie extra runterladen musst. Weswegen ich auch immer dazu gesagt habe, dass der Mover auf Englisch Transporter heißt. Denn wenn du nach Mover suchst, wirst du nichts finden. Ich habe mir letztens einen Game Boy Advance so gemoddet, wie du es beschrieben hast. Wann habe ich jemals beschrieben, wie man einen Game Boy Advance moddet? Was? Game Boy Advance, Mann. Meinst du in meinem Roomtour-Video, wie ich meinen Advance gezeigt habe und gesagt habe, oh Mann, ich wünschte, der wäre gemoddet? Das ist kein Photoshop, ich musste mich noch nie so rechtfertigen wegen drei Shinies. Ich find's faszinierend. Noch nie hat jemand so sich Mühe gegeben, drei Shinies zu rechtfertigen, wenn ich einfach nur dich verarsche. Natürlich, herzlichen Glückwunsch, drei Nigarigi-Sushi. Ich fand's so lustig, dass du so erpicht darauf bist, dass ich dir glaube. Ist doch kackegal, wer dir glaubt. Kennst du schon den Custom Game Boy Color von Funny Playing? Ja. Ja, ja, ja. Hat den nicht... Hast du den mir nicht gezeigt? Irgendjemand hier hat den mir gezeigt. Der ist sehr cool, ja. Also sollte den Shiny fangen, dann auf Ruby rüber und dann da alle Ribbons holen. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht sogar auch...
ein Titel ein Ribbon machen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann hier den Kampfturm-Titel holen, aber man kann ihn auch in Gen 3 holen. Ich weiß nicht. Hier wäre es auf jeden Fall, glaube ich, langwieriger, den Battle Tower zu schaffen. Ja, guck, ich war verwirrt, weil die in Bank meine, ich sag, Mover ist hier auch drin. Da steht, ja, wenn du das hast, dann steht da drin, Mover runtergeladen. Aber du hast es nicht runtergeladen, oder? Hast du da drauf gedrückt und ihn runtergeladen? Nee, weil es würde ja nicht mal gehen. Der Mover ist eine eigene App auf deinem DS. Aber ursprünglich lädt man den halt über Bank runter. Ich glaube, in dem Spiel bekommst du nur 2 Ribbons. Ich dachte nur eins und das andere kannst du dir halt auch woanders holen. Weil ich glaube, es war nur eins. Ich glaube, man holt sich hier wirklich nur einmal das Erlöst-Ribbon und dann geht man weiter. Hallo Tobe. Bro, der ist gemoddet. Einige Dinge lassen sich nicht korrekt ausführen. Dachte, hier gibt es Gleichgesinnte, die helfen könnten. Dann sagt auch das. Du hast es nicht genau spezialisiert. Aber ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Eigentlich, wenn du ein DS moddest, so wie die meisten Tutorials es machen, solltest du alles drauf haben, was du brauchst. Ich habe letztens das Video zu diesem Lied gesehen. Das ist so seltsam. Nur den National Ribbon, gell? Warum sollte man dann hier überhaupt den Kampfturm machen? Weil man am Ende Ho-Oh kriegt? War da was? Ich glaube, in XD kriegt man Ho-Oh, wenn man den Battle Tower schafft. Irgendwas war mit Ho-Oh und 100 Level Battle Tower. Irgendwas war da. Earth Ribbon? Was ist denn Earth Ribbon? Auf jeden Fall, ich werde nie wieder ein Tutorial machen. Es war so, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, das zu machen. Es brauchen nur so wenige dieses Tutorial, weil die wenigsten brauchen das. Aber vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die mir den Origin Dex 1:1 nachmachen wollen, dann müssen sie es quasi auch machen. Und vielleicht die brauchen dieses Tutorial. Und ansonsten ist es für andere vielleicht interessant anzuschauen, wie das funktioniert. Aber zwischendrin war es so schwer, sich zu überlegen, wie man das visuell darstellt, wie man zu Arceus kommt. Und dann habe ich so eine Übersicht gebaut. Mit so Pfeilen. Allein für die Übersicht habe ich eine Stunde gebraucht, glaube ich, in Photoshop. Dafür, dass man sie, ich glaube, nicht mal eine Minute sieht. Aber die hat sehr geholfen. Also allein dieser Screenshot, glaube ich, zeigt ganz gut, wenn man meinem Video wirklich folgt und nicht überstürzt handelt, sollte man niemals seinen Speicherstand kaputt machen. Weil die schönen Übersichten. Hallo Katsu. Kann man sich mit einem gemoddeten DS Bank Mover herunterladen und benutzen? Ja, kannst du. Das kannst du nicht ganz glauben. Warum kannst du das nicht glauben? Du bist doch mit einem gemoddeten DS online. Ist nur wie, nicht so wie bei anderen Konsolen, was du vielleicht meinst, dass du nie wieder online gehen darfst. Mit einem DS kannst du ganz normal online gehen. Das interessiert niemanden. Ich mache den 1:1 nach. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher?
Aber ja, mach das. Nein, okay. Motivier mich mal, muss für den Führerschein lernen. Wie viele Meter musst du von einer Kurve entfernt stehen, wenn du parkst? Ja, kommunizieren die dann ganz normal mit den Bankservern? Ja, weil du hast Pokémon Bank runtergeladen. Das ist ja kein Fanmade Pokémon Bank. Du hast tatsächlich Pokémon Bank. Das ist das Pokémon Bank. Das ist kein Knockoff aus China, der nicht funktioniert, sondern das ist das Pokémon Bank. Es braucht euch solche Videos, dass Leute auf andere Ideen kommen. Naja, aber mein Video ist, es ist ja keine bahnbrechende neue Sache, sondern das ist ja, seit 7 Jahren gibt es den Void Glitch. 7 Jahre. Ich habe ein Tutorial zu etwas gemacht, wovon es schon zig Tutorials gibt. Auch auf Deutsch. Nur ich wollte halt selber eins machen. Oh, ich muss neben den Titel noch schreiben, 2024. Weil wenn man sich ein Tutorial anschaut, dann würde ich immer sagen, das neueste Datum, oder? Vor allem bei sowas, wo Sachen rausgefunden werden oder geändert werden. Ja, genau, deswegen brauche ich Motivation. Okay. Auf was musst du aufpassen, wenn du einen Ball auf der Straße siehst? Wie tief muss das Profil von deinem Reifen mindestens sein? Bitte in Metern angeben. 1,2 Millimeter. Sicher? 1,6 Meter? Oh mein Gott. Mach ohne Datum, sonst guckt es in 2 Jahren niemand mehr. Hä? Was, Salad? Meinst du es ernst? Welches Tutorial würdest du in 2026 eher anschauen? Ein Void Glitch Tutorial von 1995? Oder ein Void Glitch Tutorial von 2024? Oder einfach New? Wenn es in 2 Jahren noch das Neueste ist? Hey, nee, es macht man ganz... Das habe ich bei meinem anderen Kanal auch schon ganz oft gemacht. Du ersetzt einfach das Datum jedes Jahr. Du gehst zurück zu deinen Videos und schreibst in den Titel rein, nächstes Jahr schreibe ich da 2025 rein. Dass man anhand des Titels sieht, dass dieses Video immer noch aktuell ist. Dass sich nichts geändert hat. Du änderst jährlich das Datum. Ja, ja, natürlich. Ah, lol. Okay, das geht auch. Ja, ja, natürlich. Aber allein am Datum sieht man es natürlich. Aber ich würde immer zuerst auf ein Tutorial klicken, was am neuesten ist. Beziehungsweise natürlich als erstes klickt man auf eins, was die meisten Views hat. Verdammt. Egal. Das... war einfach ein Tutorial, das habe ich für mich gemacht, weil ich muss das eh rausfinden, wie es geht. Und jetzt haben wir ein 47 Minuten langes, oh mein Gott, 47 Minuten. Ich rate keinen von euch, den Schein in Österreich zu machen. Warum? Hab mir heute den GB Operator bestellt, bist du mit deinem noch zufrieden? Natürlich, also ich benutze ihn nicht mehr, weil ich habe ja Gen 3 komplett abgeschlossen. Ich habe keinen Nutzen mehr dafür jetzt, aber ich habe ihn ja sehr viel benutzen müssen für Gen 3 und natürlich. Der ist großartig. Und inzwischen sind ja auch viele Leute, die ihn gekauft haben, wegen mir. Ey, wenn da irgendwann ein SNES Operator rauskommt... oder ein N64-Operator, oh mein Gott, werde ich die anschreiben und sagen, hey, kriege ich einen Affiliate-Link, bitte. Wie viele von euch den gekauft haben, nur wegen meinem Video, ist unfassbar. Schön wieder auf 8 Minuten gestreckt. Ja, ja, ich habe das 47-Minuten-Video gerade so auf 8 Minuten gekriegt.
gerade so nur 49, nur 39 Minuten drüber. Wie viel Spaß macht das Shiny an dem Kolosseum? Guck mir zu, siehst du nicht, wie viel Spaß ich habe? ...1200 Fragen? 200 weniger als in Deutschland? Echt? Ich bin 1400 Fragen durchgegangen? Das muss mehr geworden sein. Hä? Bei der Prüfung gibt es 80 Fragen, wo man 80% richtig haben muss. 80%? Keine Ahnung, wie das auf Prozent ist, aber bei uns war es halt... 80 Fragen? Bei uns war es ein Bogen, glaube ich. Keine Ahnung, wie viele Fragen ein Bogen hat. Und dann durftest du nicht mehr als 10 Fehler haben. Keine Ahnung, wie viel das in Prozent ist. Ja, in Deutschland kannst du... Nee, in Deutschland das Schlimmste... Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor... Oh Gott, vor... Oh Gott. Vor 20 Jahren. vor... Oder... Nee, vor... Vor 18 Jahren... gab's, das Schlimmste waren 5-Punkte-Fragen. Das waren die wichtigen. Sowas wie, darf ich ein Kind überfahren? Nein. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn du die falsch beantwortest, kriegst du 5 Fehlpunkte. Und wenn du 2 davon falsch beantwortest, 2 Fünfer, bist du raus. Also eine Frage kannst du immer verkacken. Aber 2 kann sein, wenn es 2 wichtige Fragen sind, dann bist du weg. Es sind mehr geworden am 01.01.23. Ich glaube, die erste, dass du Spaß hast, wenn du jubelst. Okay. Beschwer dich nicht, ich habe schlechtere Odds. Was suchst du, Happens? Achso, du bist in Temtem. Er sucht die Ultralumas, die mit 1 zu 60.000. Eine 5er reicht schon, aber im Allgemeinen darf man 10 Fehlerpunkte haben. Nee, also bei uns, wenn sich das geändert hat, okay, bei uns in Bayern durftest du eine 5er falsch haben. Also du darfst 10 Fehlerpunkte haben, aber wenn du 2x 5 hast, bist du raus. Also mit 11 Fehlern bist du raus, aber 10, wenn du 2x 5er falsch machst. Vielleicht ist das überall anders. Ach, so oder so. Die 5er falsch zu beantworten, wäre auch sehr, sehr dumm. Weil das sind wirklich so Fragen, die halt lebensgefährlich sind. Elektroautos sind saftige 180 Fragen mehr. Wie, was? Man macht einen Führerschein für Elektroautos? Darfst du dann nur Elektroautos fahren? Eine Kollegin dachte ernsthaft, das Fußgängerschild bedeutet, dass man sein Kind an die Hand nehmen muss. Das ist aber irgendwie süß. So, ein fünftes Kästchen aufmachen. Muss mein Kind an die Hand nehmen. Auch im Auto. Sind bei dem Allgemeinen dabei. Echt? Du musst quasi Elektroautos Fragen beantworten, nur weil du eventuell ein Elektroauto... Ja, okay, das macht Sinn. Was ist denn da eine Frage? Was ist eine Elektroauto-Frage? Wie viele Kilometer schaffen sie mit so viel Watt und so viel Verbrauch, bis sie zur nächsten Tankstelle kommen? Hä? Wofür steht das orangene Kabel? Was dürfen sie nicht tun? Okay, keine Ahnung. Du kriegst das hin. Also ich hatte 0 Fehler und ich habe es einfach so gemacht. Erstens, mir hat es Spaß gemacht. Mich hat Autofahren schon immer interessiert und ich fahre auch gerne Auto. Es gibt ein paar Asso-Sachen, die man sich einfach merken muss. Sowas wie weit musst du von der Kurve wegdingsen, was glaube ich 1 Meter war. Also eine Kurve muss 1 Meter
Also Kurve ist zu Ende, 1 Meter und dann darfst du erst parken. Das haben wir sowieso immer angegeben, eigentlich. Aber das, die muss man ein bisschen lernen, aber ansonsten, ich habe alle Bögen einmal gekauft. Wahrscheinlich gibt es heutzutage Apps. Ich habe alle Bögen einmal gekauft und bin, glaube ich, alle Bögen, ich will 5-mal sagen, aber es war mindestens 3-mal. Ich glaube 5-mal. Ich bin alle einfach 5-mal durchgegangen in den Wochen bevor den Test. Und dann bin ich da durchgerattert. War einer der ersten, die fertig waren. Und um mich rum sind alle mit irgendwie 20, 30 Fehlern rausgeflogen. Ich dachte, was macht ihr? Was habt ihr gemacht? Habt ihr den Bogen kein einziges Mal angeschaut? Das kriegst du hin. 90% ist einfach logisch und der Rest, wo du es nicht logisch findest, das würde ich mir einfach rausschreiben und extra nochmal lernen, auch so Karteikarten und dann easy. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch noch drankommen, ist ja auch noch gering. Dass alle drankommen, die du nicht weißt, ist super gering. Aber wenn du halt gar keine weißt, dann ist vielleicht blöd. Warum habe ich da unten? Achso. Wir haben Hydragel für den Fastguy. Und wir haben Onyx für Akishmaki. Es ist auch möglich, mit einem gemoddeten DS die Virtual Edition zu erhalten. Ja, alles ist möglich. Du brauchst keine Frage mehr stellen über gemoddete DS, denn die Antwort ist immer ja. Alles ist möglich. Du kannst auch PlayStation 2 auf deinem DS spielen. Bestimmt nicht so flüssig, aber es geht. Hydragel? Hydragel ist auch cool. Hallo Danu. Autofahren habe ich keine Probleme, nur dieser PC-Test. Der PC-Test. Ey, in Amerika. In Amerika kannst du einfach, dieser Test ist so unfassbar einfach, nicht nur das. Du kannst ihn einfach wiederholen, den gleichen Test. Das heißt, du kriegst einen Test, machst den, schaffst es nicht, stellst dich wieder an, machst den gleichen Test nochmal, schaffst ihn wieder nicht, stellst dich wieder an, machst den gleichen Test nochmal und dann hast du es irgendwann gecheckt, was die richtigen Fragen sind. Und dann hast du den Führerschein. Ich habe mit der App gelernt. Ich wusste die Antworten zu den Fragen nur wegen dem Bild. Wir mussten uns die kaufen. Damals gab es noch keine iPhones, keine Apps. Und wir haben dann eine Glassichtfolie drüber gelegt. Und dann konntest du auf der Glassichtfolie den Test machen. Oder halt also in so eine Glassichthülle rein. Dann hast du auf der Glassichtfolie quasi die Sachen angekreuzt. Und dann konntest du danach die Glassichtfolie wieder sauber wischen und du hast den Test nicht kaputt gemacht. Und dann konntest du den Test wieder verkaufen. Weil so ein Test hat irgendwie 50 Euro gekostet, 30 Euro oder sowas. Und wenn man üben wollte, musste man sich so Testblätter kaufen. Wir haben auch damals Bleistifte genommen, um unsere Kassetten wieder zurückzukurbeln. So hast du deinen Moped-Test gemacht. Da habe ich mal eine Doku gesehen aus Texas, Germany. Texas, Germany? Wo ist Texas, Germany? Was? Gibt's Germany in Texas oder andersrum? Musste meine praktische 3-mal machen, unter anderem, weil ich mehr als 130 km gefahren bin. Man darf ja in der praktischen 130 fahren. Ja, wie, warum bist du schneller gefahren?
180. Ja, hinten sitzt er drin, skribbelt so sauschnell. 180. Ja, ich habe bei meiner praktischen auch viele Fehler gemacht, aber keine Fehler waren so, dass man mir nicht den Führerschein hätte geben müssen. Danach hat mein Fahrlehrer mir halt erklärt, was ich da hätte besser machen können, aber es war alles nichts Schlimmes. Mein Auto ist mir sogar, also seit der allerersten Fahrstunde bis zur letzten, bis hin zur Prüfung, ist immer mir das Auto abgesoffen. Dummer VW GTI, wie heißen die? VW Golf GTI. Mit dem Diesel, wobei ich fahre heute auch Diesel, aber keine Ahnung, dieses Auto ist mir immer abgesoffen. Einmal pro Fahrstunde. Und mein Fahrlehrer war richtig sauer am Ende, dass mir das immer noch passiert. Und in der Fahrprüfung ist mir das Auto abgesoffen auf einem Bahnübergang. Quasi, ich war extra sicher. So, ich bin halt extra sicher gefahren. Und bei einem Bahnübergang soll man langsam werden und gucken, ob kein Zug kommt. Was Quatsch ist, ne? Weil, wie willst du sehen, ob ein Zug kommt? Aber ja, man soll ja langsam fahren und so gucken, dass falls die Schranke und die Lichter nicht gehen. Da bin ich zu langsam geworden, bin aber einfach weitergefahren und mein Auto ist abgesoffen. Dann stand ich da auf den Gleisen und hab das... Mein Fahrlehrer hat kurz so gezuckt. Also er hätte fast mir reingegriffen, um das Auto wieder anzumachen, aber er hat es gelassen. Gerade noch so, weil wenn der Fahrlehrer reingrätscht, dann ist er automatisch vorbei. Und habe ich einfach das Auto wieder angemacht und bin weitergefahren. Und selbst das war das Schlimmste, selbst das fand der Fahrlehrer nicht schlimm genug. Weil es ist auch nicht schlimm genug, das kann dir passieren und keine Polizei würde sagen, hey, Strafe. Nee, es kann dir halt passieren. Und dann hatte ich das Glück oder das nervige Glück, dass auf der Landstraße war 5 Autos vor mir halt ein Traktor, der unfassbar langsam gefahren ist und wir mussten ewig lang hinter dem herfahren. Da ist viel Zeit drauf gegangen. Ich weiß noch, einmal hat der Fahrlehrer eine Fangfrage gehabt. Keine Fangfrage, aber halt so ein eine Fangaktion. Und zwar hat er gesagt, bei der nächsten Möglichkeit links. Und dann kam eine Straße, wo eine Baustelle war, wo ein Schild aufgestellt war, dass man nicht links abbiegen darf. Da habe ich sofort gecheckt, aha, ich darf hier nicht links. Also, nächstmögliche links. Haha. Klug war ich. Und dann weiß ich noch, bin ich von der Autobahn runtergekommen, Münchner Süden Autobahn. Und dann sind da so... Dann ist da so 120, 180, 60. Und es geht so wirklich so 100 Meter, kommen diese Schilder nacheinander. Und ich jedes Mal bei jedem Schild so, meep, meep. Und da hat er dann am Ende auch gesagt, hier hätten sie ein bisschen smoother abbremsen können und nicht bei jedem Schild auf Vollbremse drücken müssen. Ich glaube, das war's. Ansonsten bin ich smooth gefahren, Landstraße, Autobahn. Das Absaufen war das Nervigste. Und dann hat er mir den Führerschein gegeben und alles war geil. Mit 17. Bin einmal durchgefallen, 5-mal beim Anfahren auf einem Berg abgewürgt und danach einem LKW die Vorfahrt genommen. Okay. Es lag, glaube ich, nicht am Absaufen, sondern an der Vorfahrt. Mein Prüfer hat sich beschwert, weil ich Fußgänger über die Straße gelassen habe. Die standen aber schon auf der Straße. Soll ich sie überfahren? Oder was? Aber er hat dich nicht deswegen durchfallen lassen. Ich denke heute beim Autofahren immer noch an sehr viele Sachen, die mein Fahrlehrer mir gesagt hat. Sowas wie, was oft Autofahrer falsch machen. Vor allem hier. Ich bin mir immer nicht sicher, ob es hier... Weißt du, wenn du abbiegst als Auto und du biegst quasi über eine Straße ab, wo Fußgänger drüber gehen können, aber das ist jetzt kein Zebrastreifen oder eine Ampel oder sowas, sondern einfach Fußgänger können über diese Straße gehen und du biegst in diese Straße rein. Für mich, und ich habe das so gelernt, und ich glaube, das steht auch so in den STVO-Gesetzen-Ding, der Fußgänger hat immer Vorfahrt, Vorgang.
Das heißt, wenn da ein Mensch geht, muss ich den gehen lassen. Und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, denk dir das so, wenn der Mensch bremsen muss, weil du vorfährst, hast du einen Fehler gemacht. Du kannst vor den Fußgänger fahren, aber sobald der Fußgänger bremsen muss wegen dir, hättest du ihn vorlassen sollen. Und hier, ey, hier muss ich immer extra stehen bleiben, weil die Autofahrer einfach, ich glaube nicht, dass das verankert ist in irgendeinem Gesetzbuch. Weil es wäre asozial, oder? Zu sagen, Autos haben Vorfahrt vor Menschen. Ich glaube, das. Aber hier machen das die Leute. Du musst immer. Und auch ich, wenn ich als Auto fahre und ich lasse die Fußgänger vor, die bleiben immer stehen. Und dann sage ich, nein, geh. Also, oh, vielen Dank, ich darf gehen. So, ja, ist normal, dass du gehen darfst. Ich bin der größere Gefährliche, ich muss anhalten. Können wir die Radfahrer mitnehmen? Ich probiere es. Hast du bei OBS irgendwas im WOD geändert? Da hört sich alles doppelt an und der Spielsound ist bei allen vier sehr laut. Reden wir, das ist wichtig, Farsky, was? Reden wir davon. Habe ich das bei den anderen Worten nicht, wo Oculus. Also, wenn du dir den Wort anschaust von diesem Video hier, von diesem Stream, das Wort, was noch nicht vorbei ist. Das ist wichtig, weil ich habe heute alles geändert. Aber dann habe ich nicht alles richtig geändert. Aber ihr im Stream hört alles richtig. Ausgabe Stream 1.6. Aufnahme 1.2.3.6. Ja, ich dachte, das muss so hallen. Was jetzt? Was muss hallen? Aber nicht im Stream. Hallt hier irgendwas? Mike ist nur auf der 2. Ihr hört nur die 1. Die 1 ist mein Mike. Die 2 hört ihr nicht. Musik ist auf 1. Ach, ich Idiot, habe den Stream zweimal an. Im Stream nicht. Okay, gut. Aber im WOD schon? Hörst du im WOD Musik, Farsky? Hast du da Musik gehört? Hey, Jude. Macht keinen Sinn. Warum soll Hall sein im WOD? Oh Gott, ich weiß warum. Ja. Hab's gefixt. Ah, das Mic. Mein Mic ist einmal für euch. Und einmal nehme ich das Mic extra auf, dass ich in der Aufnahme immer auch nur meine Stimme habe, ohne Spiel, ohne Musik, ohne alles. Und dieses nur Mic war auch im WOD aktiviert, aber nicht im Stream. Das heißt, man hat zweimal das Mikrofon gehört. Danke, Farsky. Warum guckst du den WOD? Wolltest du die wertvollen Minuten nachholen, in denen ich hier schon im Spiel bin? Also ohne Zebrastreifen haben die Fußgänger keine Vorfahrt. Straße ist Straße. Ich rede ja nicht davon, dass die über die Straße gehen. Ich muss Paint rausholen, glaube ich. Weil das hat mich schon immer interessiert. Ich dachte, also ich habe das so gelernt. Ich weiß nicht, was ihr gelernt habt, aber ich habe das so gelernt. Also wir haben Hauptstraße. Hier ist einfach eine Hauptstraße. Und hier ist keine Ampel oder sowas. Es ist einfach eine Hauptstraße. Oder lass es eine Nebenstraße sein. Irgendwas. Und dann gehe ich als hier, kleines Manschgall, will hier rüber gehen. Und hier kommt Auto. Hier kommt Auto. Tolles Auto. Natürlich. Auto. Dieses Auto will jetzt hier lang. Ihr könnt mir nicht sagen, dass der Fußgänger
nicht gehen darf. Fußgänger haben in dem Fall Vorrang, selbstverständlich. Selbstverständlich, der Schwächere hat immer Vorrang. Wenn hier eine Ampel wäre, klar, dann muss der Fußgänger warten, weil er rot hat. Wenn hier ein Zebrastreifen ist, muss das Auto erst recht warten. Aber ein Zebrastreife wäre nie hier, sondern ein Zebrastreife wäre hier. Hier wäre ein Zebrastreifen. Weil hier ist es klar, dass das Auto warten muss. Weil immer wenn du abbiegst, in Deutschland zumindest, hier nicht, immer wenn du irgendwohin abbiegst, musst du immer aufpassen, wo jemand anderes lang will und du musst immer auf die Person Rücksicht nehmen, außer du hast einen Abbiegepfeil. Rechts vor links. Hier gibt's kein rechts vor links. Der Fußgänger hat nichts mit rechts vor links zu tun. Rechts vor links gilt nur zwischen Fahrrädern und Autos. Und Autos, Autos, Fahrrad, Fahrrad. Wenn eine Ampel wäre, hätte der Fußgänger auch grün? Ja, ja, klar, wenn er grün hätte. Hier in diesem Land zum Beispiel hätten die nicht grün. Weil hier in diesem Land funktioniert es so. Deswegen solche... Es gibt solche Situationen eben schon. Aber meistens haben nur die Autos grün. Dann haben nur die Fußgänger grün, dann haben nur die Fußgänger grün, dann haben nur die Autos grün. Alles hat nur einmal grün, sodass niemand aufeinander Rücksicht nehmen muss, weil es gibt nur einen richtigen Weg die ganze Zeit. Was ganz geil ist, weil du nie wirklich aufpassen musst, was aber kacke ist, weil alles ewig lang dauert. Längsverkehr hat immer Vorrang. So kann man es auch sehen, dass, ja, meine ich ja, immer wenn du abbiegst, musst du gucken, was andere machen, weil die auch geradeaus gehen, haben immer Vorrang gegenüber dir, der abbiegt. Der Autofahrer hat die Pflicht der Obacht. Das meine ich halt, es kann halt sein, dass das gesetzlich nicht verankert ist, dass das Auto den Fußgänger vorlassen muss, jetzt in meinem Beispiel. Aber dass wir in Deutschland, oder zumindest ich es auch beigebracht gekriegt habe von meinem Fahrlehrer, dass du immer die vorlässt. Weil das Schwächere muss immer vorgelassen werden, quasi. Also, aber ich weiß nicht, ob es wirklich auch so in den StVO drinsteht. Ob du wirklich, also, ich habe so gelernt, dass wenn du den Fußgänger ausbremst mit deinem Abbiegen, hast du gerade quasi einen Fehler gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es eine Polizei sieht, würde die Polizei auch sagen, yo, du kannst nicht einfach dem Fußgänger den Weg abschneiden. Gesetzlich ist es sogar verankert, dass wenn keine Ampel Zebrastreifen vorhanden ist, der Fußgänger zu warten hat. Selbst wenn der Fußgänger einfach nur über eine Straße geht. Bei einer Hauptstraße klar, aber bei so einem Abbiegeding? Ja, ja. Dann sind die Leute einfach sehr erpicht auf dieses Gesetz hier, während in Deutschland uns beigebracht wird, dass wir immer aufpassen und alle Fußgänger vorlassen. Paragraph 9 Absatz 3. Okay, chill, so genau müssen wir es auch nicht überprüfen. Ja, Fußgänger müssen ja auch erst nach rechts und links gucken. Das stimmt, das stimmt. Hallo Luflo. Hallo Phil. Hallo Verox. Ich werde hier nämlich immer krass angeschaut von den Autofahrern, weil ich gehe einfach immer. Weil ich finde es eine Frechheit. Ich bin es einfach gewohnt, dass wenn ich über eine Straße gehe, wo keine Ampel ist, wo kein, einfach eine Nebenstraße, in der Nebenstraße, in der Nebenstraße, weißt halt da, wo keine Ampeln sind. Ich gehe einfach immer, selbst wenn ein Auto angefahren kommt. Weil ich weiß, weil ich gewohnt bin, dass das Auto auf mich aufpasst und anhält für mich, weil der Fußgänger immer zuerst darf. Aber das heißt, ich habe noch nicht mal recht und die gucken mich immer entgeistert an, dass ich vor ihr Auto laufe. Trotzdem finde ich unsere Regel besser. Werden rowdy. 1, 2, 3, 4. Ich finde trotzdem unseres besser, dass du trotzdem... Also ich habe es so beigebracht gekriegt einfach. Ist Platin eigentlich immer noch als Kategorie drin?
Ah, fuck, ich habe nur das Bild gesehen. Das sieht so ähnlich aus wie Kolosseum. Bei uns ist es so, dass der Fußgänger Nachrang hat, bis er auf der Straße ist, dann haben wir Wartepflicht. Ah, okay. Naja. Ich fände es besser, wenn Fußgänger einfach immer Vorfahrt haben. Was aber natürlich auch sich dann widerspricht, wenn auf einer Hauptstraße zum Beispiel... Es ist immer situationsbedingt. Wenn ich abbiege, dann lasse ich alle vor. Wie hier vorhin jemand formuliert hat, wenn jemand gerade will, darf der gerade... Und wenn ich abbiegen will, muss ich warten auf die, die gerade wollen. Aber natürlich, wenn ich jetzt auf einer Hauptstraße fahre und jemand geht auf einmal über die Straße vor mir, natürlich hat er nicht das Recht, einfach über die Straße zu gehen. Aber wenn ich abbiege, habe ich das Gefühl, ich sollte die Fußgänger immer vorlassen. Auch wenn die keine Ampel haben oder sowas. Aber so habe ich es gelernt. Kann sein, dass das einfach nur eine Nettigkeit ist, die man macht. Aber mein Fahrlehrer hat gesagt... Du darfst fahren, solange du den Fußgänger nicht ausbremst. Wenn du ihn ausbremsen würdest, musst du anhalten und ihn vorbeilassen. Was ich jetzt noch komplett im Ohr habe, wenn die Autobahnausfahrt kommt und diese Schilder mit 1, 2, 3 Strichen, muss man anfangen zu blinken beim Schild mit einem Strich? Nee, 3 Strichen. Müssen, weiß ich nicht, aber ich habe... Mir wurde beigebracht, wenn die 3 Striche sind, blinkst du. Der Sinn ist einfach nicht vorher zu blinken, sondern erst, wenn die 3 Striche da sind. Du sollst halt nicht früher blinken, dass man nicht verwirrt ist. Aber keine Ahnung, ob das auch... Also du musst halt blinken, um zu sagen, wohin. Aber ob festgelegt ist, bei welchen Strichen du blinken musst... Glaube ich nicht. Es ist wahrscheinlich einfach festgelegt, dass du blinken musst, um zu zeigen, dass du raus willst. Aber ich glaube, solange subjektiv gesehen das so passt, ist das, glaube ich, okay. Aber ja, mir wurde beigebracht 3 Striche. Ein Strich ist wenig. Bei einem Strich bist du schon längst drin. Kannst du mir ein Pokémon aus Kabo empfehlen zum Shiny Hunten? Dreier Famibs. Beste Shiny Hunt ever. Der einzige Fall, bei dem der Fußgänger keinen Vorrang hat als Längsverkehr, ist, wenn du selbst als Autofahrer einer abknickenden Vorfahrtsstraße folgst. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, wäre das auch logisch, weil dann gehe ich als Fußgänger über die normale Straße drüber, die ein Auto einfach fährt. Das ist ja wie einfach über eine Hauptstraße drüber gehen zu müssen, nur halt, dass die Straße abknickend ist. Ja, ich finde, es ist alles logisch, so wie man halt mit der Zeit das alles so versteht. Aber hier, ey. Aber gut, dann warte ich jetzt vielleicht hier, wenn ich rübergehe. Die sind das halt hier echt nicht gewohnt. Hier bleiben alle Fußgänger stehen, um die Autos vorzulassen, wenn sie über kleine Straßen drüber gehen. Und letztens war so eine ältere Frau im Auto, ich bin drüber gegangen, auf einmal kommt die angerast und biegt ab. Und wirklich vor mir so, wumm, und schaut mich so an. Und ich so, Das wäre, glaube ich, wenn das eine Polizei gesehen hätte, wäre das, glaube ich, nicht gut gewesen für die Autofahrerin. Weil ich war schon auf der Straße am drübergehen und sie kommt auf einmal an und biegt ab. Und hat mich voll ausgebremst. Das kann nicht rechtens gewesen sein. Und Kreisverkehre verstehe ich hier auch nicht. Erste Schilder 3 Striche, ja. 3, 2, 1, go. Zählt's runter, nicht hoch. Kreisverkehre sind hier krass. Weil ich habe gelernt, ich meine, es kann pro Land immer unterschiedlich sein, aber ich habe gelernt, dass man nicht in einen Kreisverkehr reinblinkt.
weil das verwirrend ist natürlich für die Leute, die im Kreisverkehr sind oder halt die auch in den Kreisverkehr rein wollen. Du fährst ganz normal in den Kreisverkehr rein, weil es gibt nur eine Richtung, in die man reinfährt. Und dann im Kreisverkehr blinkst du kurz bevor du raus willst, damit die anderen sehen, ah, der will raus, ich kann fahren. So mache ich das hier auch. Hier blinken die Leute immer, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren. Aber sie blinken nicht einfach nach, ihr müsst jetzt umdenken, nach links, weil hier gehen die Kreisverkehre nach links. Also im Uhrzeigersinn, nee, im Uhrzeigersinn gehen hier die Kreisverkehre. Die Leute blinken hier, bevor sie reinfahren, aber in die Richtung, in der sie den Kreisverkehr verlassen werden. Was niemandem was bringt, diese Information. Oder? Ich bin hinter dir. Ich kann nichts mit der Information anfangen, dass du die dritte raus willst. Ist mir kackegal. Und die, die im Kreisverkehr sind, wissen nicht, woher du kommst und wissen auch nicht, aus welcher du raus willst. Also machen das die Leute hier. Du hast quasi einen Kreisverkehr mit drei Ausgängen vor dir, also vier Ausgängen, drei sind vor dir, wenn du reinfährst. Einer links, einer geradeaus, einer rechts. Wenn die Leute rechts aus dem Kreisverkehr raus wollen, also die dritte Ausfahrt raus, blinken sie rechts, während sie nach links in den Kreisverkehr reinfahren. Und ich wurde schon mal angehupt, weil ich das nicht gemacht habe. Oh, und ich glaube, ich wurde, glaube ich, angehupt. Nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Was ist mit denen, die den Kreisverkehr nutzen, um zu wenden? Das ist hier, Kreisverkehre sind verrückt. Woher kommst du? Aus München. Also wenn sie die dritte Ausfahrt nehmen, dann blinken sie rechts, weil sie nach links rumfahren, ja. Hier sind Kreisverkehr auch immer zweispurig, das ist super anstrengend. Weil wenn du es nämlich nicht richtig machst, dann bist du auf einer Spur, in der du nicht rauskommst, weil links neben dir einer rumfährt. Oder rechts, je nachdem, wie ihr denkt. Kreisverkehr sind eher immer ein bisschen kleiner Nervenkitzel. Aber ich fahre einfach immer rein und innen drin blinke ich dann, wenn ich sage, hey, ich fahre jetzt raus. Und das muss ich eigentlich auch mal googeln, ob das hier irgendwie so gesetzlich verankert ist, dass du während dem Reinfahren blinken sollst, wohin du willst. Das macht aber keinen Sinn. Niemand bringt diese Information was. Ich freue mich sehr auf Gen 5 Origin Dex. Ich habe immer aus Witz gesagt, im März kommt Origin Dex Gen 4. Und inzwischen weiß ich noch nicht mal, ob ich März schaffe. Was macht ihr, wenn der Kreisverkehr mehr Ausfahrten hat? Die Frage kannst du schon stellen, wenn Leute einfach nur geradeaus wollen. Wohin blinken die Leute, wenn sie geradeaus fahren wollen? Also es ist komplett irrsinnig, aber die Leute blinken hier alle. Ich glaube, wenn sie geradeaus fahren, blinken sie einfach gar nicht. Weil da geht es ja geradeaus weiter. Hä, die STVO ist doch nicht in München anders, oder? Aber ich lebe nicht in München. Ich komme aus München, aber ich lebe in Irland. Die haben mich erkannt und haben deswegen gehupt, stimmt. Es kann sein, weil also ich bin diesen Kreisverkehr gefahren, es war ein winziger Kreisverkehr und da ist ein relativ großer Sprinter mir auf einmal rein, also vor mich rein einfach, obwohl ich noch im Kreisverkehr die Runde gemacht habe. Und dann hat er voll fest gebremst natürlich, weil ich weitergefahren bin, komisch, und hat mich dann angehupt. So im Sinne von, als ob ich, wie unverschämt bin ich, dass ich im Kreisverkehr weiterfahre, anstatt rauszufahren. Und es kann sein, dass der gedacht hat, da ich nicht blinke, dass ich rausfahre. Weil wenn ich im Kreisverkehr drin bleiben würde, würde ich ja blinken, in welche Richtung ich fahre.
Vielleicht hat er deswegen gehupt. Aber das wäre komplettes Gegenteil von dem, was in Deutschland ist. Und ich schätze, die meisten STVOs sind schon eigentlich Europa zumindest übergreifend. Keine Ahnung, ich sag das seit einem Jahr, dass ich das googeln will, aber ich will nicht googeln, ich will nicht Unrecht haben. Aber es wäre so unlogisch. Bevor wir Origin Dex 5 überhaupt anfangen, will ich XD durchspielen. So ganz chillig. Ich muss doch irgendwann, aber ich habe mal geguckt, eBay. Allein die Hülle von XD ohne Spiel kostet schon 60 Euro. Aber tatsächlich, das günstigste, was ich gesehen habe, war das Spiel ohne Hülle für 100 Euro. Dann die Hülle dazu für 50 Euro. Und alle anderen waren so 200 Euro, 180 Euro, 200 Euro, 220 Euro für einfach nur Pokémon XD, die, wie heißt das Spiel eigentlich? Gale of Darkness, die der Dunkelheit. Aber natürlich kaufe ich mir das, Leute. Natürlich. Natürlich. Ihr könnt mir nicht das Gegenteil beweisen, dass ich mir das nicht kaufen werde. Der dunkle Sturm, genau. Der dunkle Sturm von Stephen King. Du kannst mal gucken, Twitnik, aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel haben. Ich habe das Spiel noch nie in freier Wildbahn gesehen. Hab mir sogar überlegt, ob ich nicht einfach die japanische Version kaufe. Die kostet nur 70 Euro. Aber kannst du gern, Twitnik. Habe meine Switch zu Nintendo zugesandt, um das Dashboard Mainboard auszuwechseln. Habe jedoch Angst bezüglich der Spielstände und meine Pokémon. Ist die Sorge berechtigt? Ja. Was? Natürlich. Die formatieren deine Switch dabei. Manchmal kriegst du sogar eine neue Switch einfach. Wo werden die Spielstände auf der Switch gespeichert? Kommt drauf an, wo du es speicherst. Wenn du Nintendo Online hast, dann werden die Spielstände auf der Cloud gespeichert, aber nur alle Spiele außer Pokémon und Animal Crossing. Pokémon und Animal Crossing haben keine Cloud-Funktion. Das steht aber auch bei Nintendo da, dass wenn du das einsendest, dann wird alles gelöscht. Du kriegst, in manchen Fällen kriegst du einfach eine neue Switch, weil sie es nicht reparieren, weil es zu reparieren würde länger dauern oder würde mehr kosten, als dir einfach eine neue zu geben. Manchmal schickst du sogar Joy-Cons ein und kriegst andersfarbige zurück. Ich glaube, die sagen sogar, dass es passieren kann, dass sie andere Farben haben können. Ich finde es komisch, dass die Speicherstände nicht mehr auf der Cartridge gespeichert werden. Das finde ich nicht komisch. Warum soll das komisch sein? Es ist komisch, dass die Speicherstände auf der Cartridge gespeichert werden. Alex, warum schickst du einfach deine Switch ein? Hast du wenigstens, also es kann sein, hast du wenigstens deine SD-Karte raus. Wenn du es eingestellt hast, dann werden deine Speicherstände auf der SD gespeichert. Und wenn du die SD-Karte raustust, dann sind die... Nope! Okay, du bist selber schuld, es tut mir leid. Du bist selber schuld. Phil, du bist ein Flampignon. RIP Alex. RIP Alex Speicherstände. Brauchst du XD? Wir müssten doch irgendwo unseres liegen haben. Mindestens ausleihen könnte ich es. Ja, aber ich will es besitzen. Aber dankeschön. Vielen Dank.
Ausleihen schützt mich auch nicht davor. Wenn dann muss ich das Spiel besitzen. War mir auch neu mit der SD. Geht das nicht? Kann man die Spielstände echt nur auf der... Das heißt, um seine Spielstände überhaupt zu retten, müsstest du davor eine andere Switch kaufen, sie auf die Switch übertragen und dann die andere Switch einschicken? Das kann doch nicht sein. Hallo Ryu. Game Save Data cannot be saved. Das heißt, wenn du deine Switch einschickst, musst du deine Spielstände auf einer anderen Switch zwischenspeichern? Oh mein Gott, Nintendo. Oh mein Gott, Nintendo. Ey, vielleicht hast du Glück, Alex, und die Sachen sind noch drauf. Aber ich glaube nicht, dass die da Rücksicht nehmen. Das ist ja super dumm dann. Hab mal via Insta gefragt, das Spiel ging vor ein paar Tagen raus. Sehr guter Name für Morlord, danke. Der wird dann geändert, je nachdem, was wir brauchen. Stimmt, wenn ich die Spielstände auf einer SD habe, könnte... Naja, die könnten aber trotzdem so... Also, die SD könnte trotzdem so encrypted sein, dass du nicht einfach die Spielstände runterziehen kannst. Aber ja, du hast recht. Zumindest könnte man den Speicherstand dann irgendwie auf dem PC kriegen. Stimmt, aber trotzdem. Dann sollten, ja... Aus dem gleichen Grund lassen sie es auch nicht zu, dass die in die Cloud gespeichert werden. Aber das ist ja bei Pokémon und Animal Crossing hat man dann einfach keine Chance. Switch kaputt, Speicherstand kaputt. Ich habe mir gerade gefragt, wie das andere Konsolen machen, aber da ist es ja so. PlayStation-Speicherstände kannst du ganz einfach auf den PC übertragen. Deswegen Pokémon Home. Ja. Aber das wird ja meistens erst nach einem Jahr freigeschalten. Und der Speicherstand ist dann trotzdem weg. Wenn meine Spielstände in Pokémon weg wären, wäre ich so sauer. Dieses Kackspiel nochmal durchspielen, damit man alles machen kann? Ugh. Hallo Sloth. Nee, du kannst den Speicherstand nur übertragen. Du kannst Speicherstände nie kopieren. Du kannst nie zwei von den gleichen Speicherständen haben. Du musst den kompletten Speicherstand übertragen auf eine andere Switch. Natürlich, dadurch rettet man die Pokémon, natürlich. Also es ist kacke genug. Hat das Schwert auch viermal durchmachen müssen wegen meiner Switch. Ich glaube, ich habe inzwischen Schwert und Schild sechsmal durch. Aber weil ich wollte. Hast du PP-Emotes geblacklistet? Nö. Das finde ich so mittel, alles passt aber zu Game Freak. Das hat nichts mit Game Freak zu tun, sondern mit Nintendo. Nintendo lässt es nicht zu. Aber ja, Game Freak lässt es nicht zu, dass die Speicherstände auf die Cloud geladen werden.
Was aber irgendwie, also wenn... Es muss doch die einzige... Ah doch, du könntest mehrere Speicherstände dadurch haben. Weil du lädst einfach deinen jetzigen Speicherstand in die Cloud. Lädst ihn auf der einen Switch runter. Trennst die Switch von dem Internet. Und dann hast du einen Speicherstand auf der Cloud und einen Speicherstand offline auf deiner Switch. Und die sind unterschiedlich. Und das will Pokémon nicht, dass du zwei gleiche Speicherstände hast, die unterschiedlich sind. Weil dann kann man anfangen, Sachen zu manipulieren und mehr Pokémon zu fangen, als man fangen sollte, mystische haben und so weiter. Und deswegen lassen sie es nicht zu, dass man das in die Cloud lädt. Aber ist halt trotzdem super nervig. Ich habe das alles hinter mir, 500 Spielstunden bei Legends und etliche bei Schild etc. einfach weg, nur weil die Switch durchgebrannt ist. Oh Gott. Wie ist sie durchgebrannt? Meine allererste Switch. Ey, die ist immer noch meine erste Switch hier. Ich habe auch eine andere, aber die ist immer noch super. Und die habe ich seit 2019, glaube ich. Kann ja nur passieren, wenn die 24/7 läuft. Ja, was meine oft getan haben, so viel wie ich gespielt habe, also nicht 24/7, aber 20 Stunden oder sowas. Die Switch hat ein Problem mit einem Chip und einem USB-Anschluss, die können aber relativ günstig bei einem Elektriker neu reingelötet werden. Danach konnte ich erstmal kein Pokémon mehr spielen, weil die Luft raus war. Ja, ich würde wahrscheinlich auch, wenn mein Pokémon-Bank gelöscht wird oder ich gebannt werde von Nintendo oder Pokémon, dann würde ich, glaube ich, auch erstmal so ein Jahr Pokémon weglegen müssen, während die Klage läuft. Es lag am defekten Ladekabel. Checkt eure Ladekabel. Nein. Der Akku von deiner Switch ist kaputt. Den könntest du aber ersetzen. Ich meine, ich habe schon mal eine Switch auseinandergenommen, um sie zu reinigen. Hat nicht viel gebracht. Und Switch ist krass. Es kann auch immer sein, ich weiß zum Beispiel, beim Steam Deck ist das so, wenn man einfach nur eine neue Skin drauf machen will, also eine neue Hülle, muss man alles zerlegen an dem Ding. Obwohl man nur das Äußere, die Shell ändert. Ich weiß nicht, wie es beim Akku von der Switch ist. Aber wenn es dich nicht stört, okay. Aber du kannst einfach so einen Akku nachkaufen und einfach den neu reinmachen. Aber ich weiß nicht, wie schnell man an den Akku kommt. Aber ich glaube, der Akkus sollten meistens relativ einfach rausmachbar sein. Aber ja, Switch und 3DS. 3DS ist auch super friemelig. Da habe ich schon mal einen kaputt gemacht. Es war ein DS Lite. Aber 3DS, den hier, den 3DS hatte ich noch nie offen, ne. Der wurde aufgemacht, um gemoddet zu werden, aber Capture Card Mod. Aber ich habe den nie aufgemacht. Bei Switch habe ich mal aufgemacht. Es sieht krank da drin aus. Hoffe, dass die Switch abwärtskompatibel wird. Wird sie auf jeden Fall. Caligo, du bist ein... Warum vergesse ich das hier gerade? Hä? Warum vergesse ich dich? Ich will S sagen, aber es fängt nicht mit S an. Doch, Sneeble, natürlich. Sneeble bist du. Und Kitemio, du bist ein Kloptopus. Switch 2 wird definitiv abwärtskompatibel. Definitiv würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen 90%. Ich glaube, es gibt noch eine kleine Chance, dass es nicht abwärtskompatibel ist. Aber all die Versprechen, die Nintendo schon gemacht hat, offiziell würden keinen Sinn ergeben.
wenn sie nicht abwärtskompatibel ist. Verox, du bist ein Alabis. Die Frage ist, ob nur über eShop oder auch mit Cartridge. Also angeblich ist die... Angeblich ist die... wie heißen die Dinger, mit der Leute jetzt schon programmieren an der Switch 2? Das DevKit. Das DevKit ist anscheinend... Also du kannst die neuen Cartridges reinstecken, aber auch die alten. Die passen beide ins gleiche Loch rein. Aber du kriegst die neuen nicht in die alte Switch natürlich rein. Das sind zwei verschiedene Cartridge-Arten. Die alte kriegst du in die neue, aber die neue kriegst du natürlich nicht ins alte. Wie beim DS, ja. Keine Ahnung, muss nicht stimmen. Ich glaube, das war auch mit einem Bild bewiesen, gezeigt. Ich weiß es nicht. Kann natürlich alles fake sein. Ich glaube nicht. Nee, es würde keinen Sinn machen, wenn sie es nicht machen, weil sie schon so Pläne gezeigt haben, wie das ganze System funktionieren wird in der Zukunft von Nintendo. Dass alles halt auf einem System basiert und du alles runterladen kannst und das halt wie so ein, dass du selbst noch in 2040 immer noch alles hast auf einer Bibliothek und so weiter. Aber ja, das könnte trotzdem bedeuten, dass du immer wieder zum Beispiel ein Abo hast, dass das geht. Sowas könnte trotzdem sein, dass du irgendwie das Nintendo Online-Abo brauchst, um dir Updates runterzuladen, die die alten Spiele auf der neuen Konsole funktionieren lassen. Sowas zum Beispiel. Aber ich glaub, das ist die Zukunft eher, dass du sowieso für alles ein Abo hast. Aber auch für Spiele. So wie Netflix nur für Spiele. Aber wenn, dann ist da Nintendo 10 Jahre hinterher. Mich hat es damals geflasht, dass DS bei der Konsole für Double Screen steht. Dual Screen, ja. Hallo Dave. Nee, die Switch 2 wird die Grafikpower von einer PS4 haben. Warum behauptest du dauernd Sachen, die schon bewiesen sind, dass es nicht so ist? Hör auf. Aber normalerweise behaupten die Leute die Sachen, normalerweise behaupten Leute Sachen, die komplett übertrieben sind. Du untertreibst. Die Switch wird die Power von der PS4 haben. Wahrscheinlich nicht PS4 Pro, aber von der PS4. Worüber sich Leute beschweren, was ich aber nicht verstehe. Ich finde das voll krass. Ich finde PS4 reicht vollkommen aus. Sowieso für immer. Ich finde, man braucht nichts krasseres als eine PS4, was die Leistung anbelangt, aber es liegt auch daran, dass ich nur Spiele mag, die so einfach laufen. Ja, bewiesen ist nicht, das meine ich ja. Angeblich. Ich sage immer angeblich, aber das sind zumindest Berichte, denen man am ehesten glauben kann. Weil es eben die Dev-Kits gibt und Leute, die haben. Und ja. PS5 ist schon schwer veraltet seit Release. Sagt wer, sagt was, wieso? Weil du einen 5080er in deinem PC hast? Okay, herzlichen Glückwunsch. Krieg mal eine 5080er oder was es da alles gibt in eine kleine, kompakte Form. Was heißt veraltet? Im Vergleich zu was? Die PS5 ist die stärkste von allen Konsolen. Zumindest was manche Sachen betrifft. Nicht alles. Ich glaube, Xbox und PlayStation teilen sich vieles, aber keine. Beide sind in ihren jeweiligen Sachen besser. Series X hat mehr Power. Sagt wer? Irgendeine keine Statistik? Die Power liegt in den Herzen der Menschen. Und zumindest in Europa hat die PlayStation mehr Power.
N64 besser als PS5. Das sowieso. Ich habe jetzt auch seit letzten Monat eine PS5. Warum hast du eine PS5? Die ist voll veraltet. Warum willst du so ein veraltetes System haben? Du kannst dich nicht über etwas beschweren und dann sagen, du hast das. Beschwer dich nicht über beide PlayStation 5. Was mich ein bisschen nervt, ist die PS5. Für die Exclusives. Viele Exclusives werden nie für PC kommen. Wie echt, die PS4 hat kein Temtem, aber PS5 schon. Ich habe die PS5 gekauft und dann wurde die Slim angekündigt. Ja, aber die ist kaum anders. Es lohnt sich, es ist kein wirklicher Unterschied. Sie ist noch nicht mal wirklich Slim. Nee, was Leute jetzt rausgefunden haben, nach so jahrelanger Benutzung, dass du die PlayStation nicht aufrecht stehen haben sollst. Weil das Liquid Cooling durch die Gravitation langsam nach unten fließt. Und keine Ahnung, wie lange das dauert. Meine PS5 ist nicht so viel an, beziehungsweise sie wird nicht so heiß, weil ich kaum darauf game. Aber anscheinend, was logisch klingt, und Leute haben es mit Bildern gezeigt, wenn du die als aufrecht stehen hast und das Liquid Cooling oder halt nicht Liquid Cooling, das Liquid Metal, nicht Cooling, das Liquid Metal, also was was überträgt von APU auf Heatsink, die fließt dann nach unten langsam und wird, also über ein Jahr hinweg, ne, über lange Zeit, wird dann langsam, also fließt halt raus aus dem Bereich, wo es sein sollte. Deswegen sollte man seine PlayStation anscheinend nicht aufrecht stehen haben. Was ich aber habe, weil ich habe keinen Platz, die seitlich hinzustellen. Das Ding ist viel zu groß, um es seitlich hinzustellen. Kira, du bist ein Lalelu Koalelu. Der Ständer ist gar nicht mehr dabei. Ja. Klar, es klang auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, klang das sehr logisch. Und Leute haben es gezeigt, wie das halt auch so langsam, du siehst halt dieses perfekte Viereck, aber wie es halt nach unten geflossen ist. Was halt schon ein bisschen frech ist, dass sie es empfehlen, sie aufrecht zu stellen. Oder was heißt empfehlen? Sie bieten es an, sie aufrecht hinzustellen. Das Design der PS5 ist schon auch echt seltsam. Irgendwie cool, aber so unpraktikabel. Schon cool und einzigartig vor allem. Einzigartiger als ein dummer kleiner Kühlschrank. Aber manchmal wäre es schon geil, Sachen draufstellen zu können, oder die Form ist einfach so unpraktikabel. Ja, die wollten halt, dass das so ein richtiges Ding ist, was du da hinstellst und stolz drauf bist. Die Xbox kannst du leicht verstecken, irgendwo leicht hinstellen. Das ist einfach nur so ein kleiner Cube. Aber die PlayStation, auf die sollst du stolz sein. Mein Felori-Plü steht auf der 5er. Ja, das kann stehen bleiben. Ich habe keine Möglichkeit, es so hinzustellen. Seitlich? Ja, ich auch nicht. Also schon, das geht schon, aber es ist halt blöd. Es bietet sich besser an, sie so aufrecht irgendwie an die Seite zu stellen. Xbox würde ich auch verstecken. Ich auch. Je früher die Konsole kaputt geht, desto eher wird sie neu gekauft. Ja. Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie es absichtlich machen. Ich glaube, es ist ihnen bewusst, aber sie sagen sich dann,
Wir finden keine bessere Lösung dafür. Passt schon. Und der Nebeneffekt ist, dass man nach 2 Jahren eine neue kaufen muss vielleicht. Aber ich glaube, so lang geht's noch nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass es die Konsole kaputt macht. Es ist halt einfach mit der Zeit wird dieses Liquid Light Material dann einfach ein bisschen schlechter und dann wird sie halt ein bisschen wärmer. Das nehmen die dann einfach in Kauf. Jetzt kein Xbox-Hate hier. Aber was hat denn schon Xbox? Haben sie nicht, was haben sie letztens gesagt? Microsoft hat vor, oder Xbox hat vor, alle Spiele... Was war die Quintessenz? Dass sie keine Exclusives mehr machen wollen? Irgendwas war das. Vorgestern oder sowas. Fette Neuigkeit. Sie wollen alles Multiplattform machen. Also, wie? Microsoft oder Xbox? Also Microsoft. Multiplattform heißt aber bei denen, dass sie es immer auf PC und Xbox veröffentlichen. Ich dachte, das ist schon lange so. Was ist denn nur auf Xbox und nicht auf PC? Man munkelt, dass Xbox nicht mehr so hoch angebunden ist, weil sie nicht wirklich Geld damit verdienen. Auch eine neue Xbox steht in den Sternen. Ja, weg damit. Microsoft ist einfach PC-Gaming und PlayStation ist halt einfach Konsole. Die exklusiven Titel von Xbox haben oder von Microsoft haben so... Es gibt nicht viele. Es gibt Halo. Das ist immer das Paradebeispiel und dann war's es. Und auf PlayStation, also doch. Also haben sie wirklich gesagt, sie sehen keinen Grund mehr darin, ihre Spiele nur auf Microsoft-Produkten rauszubringen. Genau, Gears of War soll noch gut sein. Alan Wake war damals auch, glaube ich, nur für Xbox. Und jetzt haben wir Starfield. Aber das ist jetzt nicht so der Banger anscheinend, bis jetzt zumindest. Aber Hellblade ist krass. Hellblade ist sehr schade. Hellblade würde ich gerne auf PlayStation spielen. Aber das haben sie sich gesnatcht. Wahrscheinlich mindestens für ein Jahr. Hallo Andy. Dann hätte Sony noch mehr Monopol. Ja. Aber im Moment kämpft Sony sowieso nur gegen PC-Gaming. Wobei, ja, klar, auch gegen Xbox. Xbox ist halt riesig in Amerika. Die haben es irgendwie geschafft durch Marketing einfach. Xbox ist Amerika, PlayStation ist Europa. Wie auch immer sie das geschafft haben. Und ich glaube, in Japan spielt keiner Xbox. Da ist alles PlayStation oder Nintendo oder vor allem Smartphones. Warum hast du denn jetzt... Ich habe mich verklickt. In Asien ist, glaube ich... Also in Asien weiß ich nicht, aber... In Japan definitiv PlayStation. In Japan ist die Switch auch frisch die erfolgreichste Konsole jemals. Ja, nicht nur in Japan, weltweit. Nur der DS ist noch höher, aber es ist halt ein Handheld. Aber eigentlich ist die Switch auch ein Handheld, also sollte sie sich eigentlich auch messen mit dem DS. Ach, weltweit noch nicht? Ach so. Das war dann die Stat, die ich gesehen habe. Ich dachte schon. Nur in Japan, okay. Weil ich dachte schon, dass das dann haben sie es aber echt schnell geschafft. Weil letztens waren sie noch ein paar Millionen entfernt. Ja, ist die Frage, ob sie die PS2 noch überholen. Das sind, glaube ich, echt noch ein paar Millionen gewesen, ne?
Da müssten sie, ich meine, es kann sein, dass wenn die Switch 2 rauskommt, dass viele sich dann eine günstigere Switch kaufen, wenn sie günstiger ist. Aber die Switch ist eigentlich relativ günstig und nicht zu teuer auf jeden Fall. Aber in Kombination mit Spielen ist die Switch halt teuer, weil Switch-Spiele, zumindest Nintendo-Spiele, immer 60 kosten. Ich kenne keinen Xbox-Spieler. Ich auch nicht. Ich gönn's der Switch, weil sie wirklich geil ist. Aber die PS2 damals war auch geil. Ist aber auch krass, dass die PS2 immer noch an erster Stelle steht. PS2 hatte schon viele geile Titel, wenn man sich's überlegt. Was hatte die PS2 schon? San Andreas. Jedes GTA-Spiel, das gut war. GTA 3, Vice City, San Andreas. Die haben wahrscheinlich so krass dazu beigetragen. Und in Amerika die ganzen Sportspiele auch noch. Das finde ich die Switch echt teuer. Für 300 Euro eine Konsole, die alles kann. Ist doch nicht teuer für eine Konsole. Das neue Feature der Switch 2 wird sein, dass du dein Gesicht damit scannen kannst. Und dann kannst du dein Gesicht als den Avatar machen im Spiel. Und das wird es in den ersten 3 Spielen geben. Und wird Konkurrent machen der Vision Pro. Aber dann bringt Apple die Vision Pro 2 raus und Nintendo hat keine Chance. Stimmt, es war ein DVD-Player auch noch. Ja, so wie damals die PS3. PS3 war der erste Blu-ray-Player, den man sich leisten konnte. Und leisten konnte war 800 Euro. Aber Blu-ray-Player damals haben über 1000 gekostet und dann haben die PS3 einen reingetan und auf einmal konnten Leute Blu-ray-Player haben. Alio, du bekommst eine Xbox Series S für 290 Euro. Ja, aber die Xbox Series S ist Schrott, weil da keine Spiele drauf sind, die jemanden interessieren. Auf der Switch sind nur interessante Spiele drauf. Auf der Switch findest du all die interessanten Spiele von Smash, Pokémon, Zelda, Mario, Donkey Kong, Metroid, Mario Kart. Natürlich ist die Switch als technisches Objekt nicht 300 Euro wert. Aber was du damit machen kannst, ist mehr als 300 Euro wert. Was will ich mit einer Xbox Series S? Da ist kein Mario Kart drauf. Ich habe damals keine PS2 gehabt. Ich habe mit N64 angefangen. Ich habe mich für Nintendo entschieden. Damals war die Entscheidung. Was nimmt man? Nintendo oder PlayStation? Und dann erst später, als Final Fantasy X rauskam, musste ich mir eine PlayStation 2 holen und habe meine N64 dafür verkauft. Dann hatte ich eine PS2 Slim. Ich habe nicht so viele Spiele. Ich habe Final Fantasy X, X-2, Dirge of the Cerberus habe ich gespielt noch, Final Fantasy 7 und Shadow of the Colossus und Ico. Ne, ich habe nur Shadow of the Colossus auf der PS2 gespielt. Ich glaube, das war's. Das sind alle PS2-Spiele, die ich habe. Das war echt nicht viel, was mich damals interessierte. GTA auf dem PC gespielt. Ich sehe schon ein, dass die Xbox mit Game Pass ein crazy Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ja, auf jeden Fall. Wenn du keinen PC hast vor allem, dann ist die Xbox mit dem Game Pass krass. Weil du einfach alles da drauf hast. Vor allem neue Spiele. Ich meine,
Palworld war auf dem Game Pass einfach drauf, nagelneu. Oder damals auch Stray. Ich habe mir einmal kurz den Game Pass geholt, nur für Stray, weil es günstiger war, als Stray zu kaufen. Dann direkt wieder. Klar. Es kommt halt drauf an, was für Spiele man spielen will. Nintendo-Spiele, lohnt sich die Switch. PC-Spiele, lohnt sich die Xbox. Wenn du cool sein willst, holst du dir die PlayStation. GTA 6 wieder exklusiv für PlayStation? Nee, GTA ist seit GTA 5 nicht mehr exklusiv. Nur GTA San Andreas war exklusiv. Und wahrscheinlich ist das heute nicht mal mehr exklusiv. Ich meine, du kannst GTA auf Steam, glaube ich, spielen. GTA San Andreas, oder? Seit 4, GTA 4, habe ich 5 gesagt? Seit GTA 4 ist GTA nicht mehr exklusiv. GTA 5 war doch auch ein Jahr lang exklusiv? Nee. Sicher? San Andreas kannst du auch im Handy spielen, ja. Sicher? Wie sicher? Du sagst einfach nur yo. PC-Version kam über ein Jahr später. Ich habe nicht von PC geredet. PC kam später, das stimmt. Ich habe von Xbox geredet. Hier, ich guck nach. GTA 5 kam raus am 17. September 2013 für Xbox und PlayStation 3. Get wrecked. Und so entstehen dumme Gerüchte, weil Leute einfach Sachen behaupten, die nicht stimmen. Es wird konsolenexklusiv sein, aber GTA war am Anfang schon immer konsolenexklusiv. Es gab, also GTA, ich weiß nicht, wie es bei GTA 2 war. Aber ich glaube 3, 4, 5 und 6 waren immer am Anfang nur auf Konsole. Aber seit 4 auf beiden Konsolen. Xbox hat sich verschoben um einen Monat. Okay. Weil die Xbox nichts kann. Hallo, Runny. Ich könnte mir in den Arsch treten, dass ich meine Pikachu N64 verkauft habe. Soll ich dir in den Arsch treten, dass du die teuerste N64 verkauft hast? Langsam wirst du mir unsympathisch. Endlich. Was muss ich noch mehr tun? Für was steht das X in Xbox? Für was steht es eigentlich? Gibt's irgendeine Begründung? Warum X? Weil es cool klingt. Für ein Fuffi. Ich habe damals auch meine N64 für 70 Euro verkauft, inklusive 20 Spiele. GameStop, 50 Euro für die N64. Ich hatte 20 Spiele dabei. Der hat gesagt, ein Spiel, 1 Euro pro N64-Spiel. Was heute, wenn du dir das überlegst, ist es schon ein Staatsverbrechen einfach. Es war bei mir das Gleiche. Ich wollte unbedingt Final Fantasy X spielen. Und hab dann einfach meine N64 genommen, bin zum GameStop am Isartor gefahren, mit dem Fahrrad. Und hab das quasi eingetauscht für eine PlayStation 2, nur noch draufgezahlt. Weil die PlayStation 2 war 99 Euro und ich habe 70 Euro gekriegt für meine N64 mit 20 Spielen. Und ab dem Moment habe ich GameStop gehasst. Ich wusste, dass sie mich über den Tisch ziehen, aber ich war ein kleines Kind. Ich konnte da nicht Nein sagen. Wenn da ein großer Mann vor dir steht, der irgendwie 40 Jahre alt ist und sagt, oh, die sind 1 Euro wert, hier und da, so, so, das. Dann sag ich so, okay. Was soll ich denn da sonst sagen? So verdienen die doch ihr Geld, indem sie arme kleine Kinder ausnehmen.
Ich habe meine OVP Xbox für 30 Euro verkauft. Okay. Ich meine, es ist nur eine Kack-Xbox. Aber 30 Euro ist ein bisschen zu wenig. Oder Xbox kommt von DirectX. Okay. Sie wurde... Weißt du, Nintendo hat echt coole Arbeitstitel für ihre Konsolen. Aber Xbox nennen ihre einfach Box. GameCube hieß Dolphin. Wie ist die Switch nochmal als Arbeitstitel? So ein cooler Name. Die hatten echt coole Namen immer. Du hast deine GameCube-OVP für 30 Euro verkauft. Auch viel zu wenig. Die Nintendo Wii hieß Revolution. Es war eine Revolution. NX? NX. Ja, GameStop wird... Hier habe ich auch schon GameStops einfach dicht machen sehen. Hier war immer einer und bei dem anderen Ort war auch einer und beide weg. Nintendo hat coole Namen. Ich rede nicht von denen, die dann... Also Switch ist cool. Wii und Wii U ist auch ein dummer Name. Aber die Arbeitstitel waren immer recht cool. Die Wii kam aber auch nur so mittleren, oder? Die Wii war einer der erfolgreichsten Konsolen ever. Die Wii U hat verkackt, weil keiner wollte einfach das gleiche nochmal mit einem hässlichen Aussehen und kaum Spielen drauf. Die Wii U war der... Die Wii U hat fast dafür gesorgt, dass Nintendo bankrott geht. Die Switch hat sie gerettet. Hätten sie die Switch nicht rausgebracht oder wär die Switch ein Flop geworden, wäre Nintendo heute vielleicht kein Spielehersteller mehr. Die waren am Boden nach der Wii U. Ja, es war abwechselnd immer. Deswegen kann man jetzt auch sagen, Switch 2 wird schwierig, weil es war immer abwechselnd. N64, Hit. GameCube, Flop. Auch wenn die GameCube die geilste ever ist. Wii, krasser Hit. Wii U, krasser Flop. Switch, krankester Hit. Was kommt jetzt? Genau, der AMD-Grafikchip hieß Flipper und deswegen hieß die GameCube-Arbeitstitel war Dolphin. Ja, genau. Sie nannten es Flipper. Ja, das kann eigentlich nur heißen, dass die nächste Switch ein Flop wird. Ja, aber Nintendo ist halt leider nicht so, dass sie einfach jetzt die Switch rausbringen mit einem Tech-Update. Da muss irgendwas Dummes mit dabei sein, dass es eine neue Konsole ist. Ach. Aber vielleicht wird es auch nur so ein Upgrade wie von DS auf 3DS. Vielleicht ist irgendwas Dummes ist dabei, aber im Grunde ist es das gleiche Ding. Wir hoffen einfach, dass es so wird. Ich hätte keinen Bock auf eine Switch mit 2 Bildschirmen oder sowas. Ja, das spekulieren halt so viele. Was muss rauskommen, dass du dir eine Switch 2 holst? Ich hole mir natürlich eine, klar. Aber was musst du machen, dass die Switch 2 sich jeder holt? Vor allem, wenn sie abwärtskompatibel ist. Warum sollte ich mir eine Switch 2 holen, für 100 Euro mehr wahrscheinlich, wenn ich die alte Switch kaufen kann, um das gleiche zu spielen? Es muss ein Spiel mit rauskommen, das Leute dazu bringt, ein Upgrade zu kaufen. Neues Zelda wird es nicht sein. Es muss ein neues Mario sein. Es könnte Metroid Prime 4 sein. Aber Metroid Prime 4 ist jetzt auch nicht so der Verkaufsschlager. Es ist schon eine krasse Reihe, aber Metroid ist jetzt nicht die erfolgreichste Reihe von Nintendo.
Metroid Prime 4 würde viele wollen viele. Neues Mario Kart wäre krank, aber ich glaube nicht, dass das zu Release schon kommen wird. Weil auch da können die Leute sagen, wir haben Mario Kart 8, wo alles existiert. Die müssen schon ein krasses Mario Kart machen, was wirklich anders ist. Sonst, warum sollte man sich sonst holen? Und das war's, ne? Es wird wahrscheinlich ein neues Mario-Spiel. Pokémon ist es nicht. Zelda ist es nicht. Ich meine, was sie immer machen können, wären die Zelda-Remakes von Wind Waker und Twilight Princess. Vielleicht sparen sie die deswegen so lange auf, damit sie irgendwas haben für die Switch 2. Aber es muss ein neues Mario sein. Sonst kauft keiner das Ding. Animal Crossing ist krass, ja, aber Animal Crossing war auch nur so krass wegen Covid. Sonst hätte Animal Crossing sich nie so krass gut verkauft. Immer noch krass gut wahrscheinlich, aber nicht so krass gut. Und ist schon Zeit für ein neues Animal Crossing? Ich finde, es fühlt sich nicht an nach einem neuen Animal Crossing. Klar, New Horizon ist tot, aber es gibt nicht viel Neues. Das kommt mir noch nicht so lange her. Es fühlt sich nicht so an, als würden wir ein neues Animal Crossing schon verdienen. Neues Smash könnte tatsächlich sein. Es ist nur so schwer vorstellbar, finde ich, Mario Kart und Smash sich Neues vorzustellen, weil die letzten schon so... Es war einfach alles. Mario Kart 8 und Smash Ultimate, da ist alles drin, alle Charaktere, alle Strecken, so unglaublich viel Content. Wie muss Smash aussehen, dass es ein neues Smash ist? Noch mehr Charaktere? Noch mehr Modi? Es geht doch gar nicht mehr. Aber ja, irgendwie sowas muss es sein, sonst kauft sich niemand eine Switch 2. War Luigi endlich in Smash, genau. Ja, noch krassere Lizenzen kaufen. Halo in Smash. Drake in Smash. God of War in Smash. Mehr Skins. Aber das ist es ja, das sage ich immer wieder. Wir können uns nicht vorstellen, was es ist, und das ist genau der Punkt. Das versucht Nintendo immer wieder. Sachen zu machen, nicht nach denen wir fragen, weil wir wissen nicht, was wir wollen, sondern Nintendo gibt uns Sachen, die wir nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt, dass wir sie wollen, dass sie gut sind, weil sie immer neue Sachen versuchen zu entwickeln. Und ich hoffe nicht, dass die Switch was komplett Neues wird, aber wahrscheinlich wird's ein cooleres Smash, ein cooleres Mario Kart oder ein anderes zumindest. Aber Mario, ein neues Mario muss es eigentlich geben. Es bleibt sonst nichts anderes übrig. Außer Metroid Prime. Ich glaube, Metroid Prime ist nicht so der Verkaufsschlager. Es werden hauptsächlich die Metroid-Fans spielen. Es ist kein Mario Kart oder Mario. Mario Odyssey 2 wäre ein Banger. Ja, es wird nicht Mario Odyssey sein, aber es wird ein neues Mario sein. Und wahrscheinlich wird es so sein wie Bowser's Fury. Bowser's Fury hat sich angefühlt wie, wenn wir es mit Pokémon vergleichen, wie Legends Arceus. So ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ein kleiner Einblick in die Zukunft. Ein neues Mario-Spiel, das tatsächlich Open World ist, wo du keine Bilder mehr hast, wo du rein musst, kein Hut, mit dem du rumfliegst, sondern du hast eine riesige Welt mit 500 Sternen oder was gibt's noch für Körper am Himmel, die man nehmen könnte. Tränen, Milchstraßen, Galaxien, Planeten, vielleicht sammelt er Planeten ein. Neuer RPG wäre nice. Und dann wirst du in dieser riesigen Welt als Mario rumrennen. Wirst verschiedene Fähigkeiten haben. So wie in Bowser's Fury, nur dass Bowser's Fury halt sehr klein war. Bowser's Fury war aber so gut. Aber so wird es sein. Du kannst einfach nahtlos übergehen zu den krassesten Rätseln und Platforming-Sachen und alles in einer Welt verteilt.
Du glaubst, es reicht eine Singleplayer-Kampagne, um Casuals abzuholen? Ich glaube, um Casuals abzuholen für Smash und Mario Kart, klar, die Pros holen sich sowieso, aber um Casuals abzuholen, glaube ich, ich glaube nicht, dass du einen guten Singleplayer brauchst, also brauchst du auch, für die Kinder brauchst du das, aber ich glaube, für die Party-Menschen, und das sind halt Partyspiele, brauchst du einfach ein gutes Game, was in der Party funktioniert. Das heißt, du darfst, musst nichts verstehen müssen. Es muss sofort funktionieren, intuitiv. So wie Mario Kart und Smash halt. Aber ich glaube, solange das dann... Aber es muss halt... Es muss irgendwas sein, so wie Double Dash. Ne? Es müsste, Mario Kart müsste sowas wie Double Dash wieder haben, dass Leute sagen, oh ja, lass uns lieber Double Dash holen, weil ich habe keinen Bock mehr, allein zu fahren. Allein fahren ist 2020. In Smash gibt's schon Doppelkämpfe, ne? Ja. Hallo Olo Poto. GameCube auf Switch mit Pokémon XD wäre perfekt. Die GameCube ist noch nicht alt genug, um sie als virtuelle Konsole anzubieten. Bisher haben wir alle GameCube-Titel als Remasters gekriegt. Pikmin, Zelda und vor allem Metroid. Das kommt, glaube ich, nicht so schnell. Oder einfach Nintendo Retro nur für die Switch 2. Alle guten Retros für 15 bis 20 Euro als Port dort. Ja, aber sie werden... Ja, das können sie aber nicht machen. Ich glaube, wenn sie so ein Retro-Ding rausbringen, dann muss es auch für die Switch rauskommen. Hallo Prani. Nintendo hasst Colosseum und XD. Nintendo hasst es nicht, wenn dann Pokémon. Nee, Colosseum und XD werden auch, glaube ich, nicht. Also eine Fortsetzung sowieso nicht. Ein Remaster vielleicht in irgendeiner Kollektion oder sowas. Aber nicht als ernsthaftes Remake oder sowas. Das ist, dafür ist es zu besonders, zu speziell und zu unerfolgreich gewesen. Ja, die Switch könnte wahrscheinlich GameCube noch nicht mal richtig emulieren, ja. Das muss gemastert werden. Wenn es Soul Silver für die Switch gibt, dann haben sie mich bekommen. Das wird es aber nicht geben. Also wie soll es das geben? Das sind zwei Bildschirme. Wie willst du auf der Switch zwei Bildschirme anschauen? Ich meine, das ist ein Grund dafür, dass es vielleicht eine Switch 2 mit zwei Bildschirmen gibt, dass wir 3DS-Titel auf der Switch 2 spielen können, aber das wäre schon, das wäre schon krass. So wie bei BDSP. Ja, aber das wäre dann ein Remake. Da haben wir ja schon mal ewig lang drüber diskutiert. Das wäre dann ein Remake. Es kann sein, dass irgendwann ein Remake von HGSS kommt, selbstverständlich. Aber ich habe gerade davon geredet, dass es einfach genommen wird, als ROM draufgepackt wird. Dann kannst du nicht einfach den zweiten Bildschirm benutzen. Dann brauchst du zwei Bildschirme. Oder sind halt standardmäßig nebeneinander. Lass mich, ich will dieses Game zurück. Spiel's halt! Warum willst du es auf der Switch haben, wenn du es sowieso einfach spielen kannst? Das macht die Switch bei Sunshine. Aber der Emulator ist schon explizit für das Spiel geschrieben. Stimmt, es gibt ja sogar ein GameCube-Spiel, aber das ist ja remastered. Allein die Steuerung ist ja anders. Also sie haben es nicht einfach nur draufgepackt, sie haben schon was dran getan. Und es ist auch noch schlecht remastered. Irgendwelche Texturen und sowas haben nicht ganz gestimmt. Weil wir es am TV spielen wollen. Okay. Die Gen 1 und 2 ROMs auf dem 3DS wurden auch bearbeitet und das sind keine Remakes. Remaster habe ich gemeint. Für mich gibt's Port. Port ist, du nimmst das Ganze, überträgst es, machst vielleicht Mini-Sachen, damit es überhaupt funktioniert. Remaster ist, du passt es an.
machst HD hoch, was auch immer, passt die Steuerung an und Remake ist das komplette Spiel neu machen. Und für mich sind die Pokémon-Spiele auf dem 3DS nichts anderes als ein Port. An denen wurde nichts gemacht. Ich weiß, du sagst es, an denen wurde was gemacht, aber das, was da an denen gemacht wurde, ist für mich nicht erwähnenswert. An denen wurde gar nichts gemacht. Ist einfach nur die ROM draufgezogen. Die ROM draufgezogen, ist das Dateiformat geändert. Genius Sonority, also die hier Colosseum gemacht haben, ich weiß nicht, ob die noch andere große Sachen gemacht haben. Ich weiß aber, dass das Team, die das Spiel hier gemacht haben, ursprünglich Dragon Quest gemacht haben. Das war Absicht von Pokémon. Die wollten ein Team ranholen, die noch nie was mit Pokémon gemacht haben. Und haben denen dann gesagt, macht uns ein Spiel. Und dann hat ein Monster, ein Dragon Hunter, ein Dragon Quest Team hat dieses Spiel hier gemacht. Und das zweite weiß ich gar nicht. Das zweite auch? Wahrscheinlich. Alle Muck. Wie machst du das eigentlich, dass du nicht den Knopf drücken musst, um zu resetten? Du kannst alle GameCube-Spiele mit einer Tastenkombination resetten. Nicht alle, aber die meisten. Ich glaube, Z... Also ich kann das machen, weil meine GameCubes gemoddet sind. Da kann ich einstellen, welche Tastenkombination. Aber ich glaube, komplett legitim, jede, also Colosseum kannst du, glaube ich, auch einfach mit ZLR Start resetten, glaube ich. So gut wie jedes Nintendo-Spiel hat eine Soft-Reset-Funktion. Nur halt heute nicht mehr, weil heute brauchst man es nicht mehr. Heute kann man einfach ins Menü gehen. 1, 2, 3, 4. Muck, 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 muck. Wo sind wir? Gleich bei 3100. Warum ist hier rechts oben langsamer? Ich habe dem übrigens jetzt einen neuen Namen gegeben, der mich hier dauernd blockiert. Dieser NPC heißt nerviger Piss-Character. Ein sogenannter NPC. Muss ich dann schauen, muss nämlich noch meine japanische GameCube modden, damit ich den Region Lock bekomme. Wenn du noch ein bisschen wartest, es kommt bald ein krasser, geiler neuer Mod raus, der extrem einfach zu installieren ist. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich habe den Newsletter abonniert. Ich krieg Bescheid gesagt, wenn es verkauft wird. Es soll 30 Euro kosten. Und ich habe inzwischen schon jeden Mod auf einer GameCube probiert und bin bei allen gescheitert, die auch nur irgendwie Schweißen in Verbindung hatten. Deswegen, dieser neue Mod, nicht nur sind 30 Euro wenig, ich habe die geschweißt. Vielleicht war das mein Problem. Nicht nur ist dieser Mod relativ günstig mit 30 Euro, sondern es ist einfach eine Konstruktion, die du zwischen zwei Verbindungen klemmst und das war's. Und dann quasi hast du diesen Mod zwischen zwei Verbindungen und dann schaltet er sich da rein. Ist voll geil. Und das soll auch die schnellste Verbindung sein von allen. GC Loader hatte sogar die Mail, dass der wieder verfügbar ist. Ja, aber der GC Loader ist im Vergleich dazu viel zu teuer und auch viel zu umständlich. Wobei, der ist leicht zu installieren, das stimmt, aber viel zu teuer. Hast du mir das nicht gesagt mit dem neuen? Vergiss es mit GC Loader. Das ist ein Kack im Vergleich zu dem neuen, was bald kommt.
Der GC Loader hat vor allem als Resultat, dass du kein Laufwerk mehr hast. Du musst das Laufwerk ja damit ersetzen. Und das neue drückst du zwischen Laufwerk und Motherboard. GC Loader 78.51? Wie? Der kann doch nicht den gleichen Namen haben. Ich mache den Mod mit dem Savefile-Exploit. Ja. Das ist das umständlichste von allen. Das habe ich ja hier auch. Aber es ist halt, geht mit der Zeit auf den Sack, wenn man es so machen muss. Deswegen das Neueste ist dann am geilsten. Ach, du meinst, der kostet 78,51 Euro. Ja, viel zu teuer. Ich mache das nur, um den Savefile bearbeiten zu können und um den Region Lock zu umgehen. Ach so. Ich fand es schwer, erstmal dieses Savefile-Exploit in Gang zu kriegen. Weil du brauchst ja schon davor wenigstens irgendwas, um das Ganze draufziehen zu können. Und das war schon nervig, was man da alles kaufen muss. Aber wenn man es dann einmal hat auf irgendeiner GameCube, kriegt man es auf alle anderen auch drauf. Habe ich Henriette schon Hallo gesagt? Ich glaube nicht. Nee. Hallo. Ich habe SDS2-SP-Adapter. Ja, den habe ich auch, aber das bringt dir ja nur was. Also damit hast du halt eine SD-Karte drin. Damit kannst du aber nicht das Homebrew starten. Du musst ja zuerst irgendwas haben, womit der Homebrew gestartet wird. Und das zu bekommen, ist relativ komplex. Weil entweder kaufst du dir eins, wo der Homebrew drauf ist, oder du holst dir ein Spiel, was den aktiviert, aber der kann ihn auch nur aktivieren, wenn du den drauf hast auf einer Memory Card, bla 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 bla. Weil der SD2SP reicht ja nicht. Kannst ja den nicht einfach reintun. Du brauchst ja was, um auf den zugreifen zu können. Ich kann auf meiner gemoddeten Wii die japanische Celebi-Disk laden, aber ich brauche ein japanisches Rubin, dass ich es runterladen kann, oder? Nicht nur das. Du brauchst alles japanisch. Du hast japanisches Celebi. Die japanische Celebi Bonus Disc, die kannst du nur benutzen, wenn du das japanische Pokémon Kolosseum hast. Dann musst du in diesem japanischen Kolosseum alle 48 Kryptos erlöst haben, damit du dieses Celebi überhaupt kriegen kannst auf Pokémon Kolosseum und von diesem japanischen Pokémon. Und dann hast du es aktiviert auf deinem. Dadurch aktivierst du es auf deiner Bonus-Disk und dann kannst du so viele du willst, ich glaube es ist ein Maximum, aber du kannst dann so viele Celebis, japanische, von der japanischen Disk rüberladen, rübertransferieren auf ein japanisches Rubin oder Saphir oder Feuerrot, also jedes Gen 3 Spiel geht.
Aber ja, alles muss japanisch sein. Genau, wenn du eine gemoddete Wii hast, dann kannst du es auch machen, genau. Das ist jetzt mein Problem, das japanische Ninja Gaiden 3 Spiel. Die sind aber einfacher zu kriegen als auf deutsche. 1, 2, 3, 4. 3100. Wow. Echt, du kannst einfach das Save auf Japanisch ändern und dann ist das Spiel japanisch. So einfach ist das bei denen. Das heißt, es ist immer das gleiche Spiel. Nur du aktivierst die japanische Sprache. Das heißt, die japanische Sprache ist sogar auf dem Spiel drauf. Sie kann nur nicht aktiviert werden. Ey, was wir heute für einen Luxus haben, dass wir unsere Spiele auf alle Sprachen stellen können. Was ich da damals auch mit PlayStation 3 und sowas. Bei PlayStation 3 war es wenigstens schon so, dass auf der Disc alles drauf war. Aber du musstest... Moment, das ist bei der Switch ja genauso. Nee, ist es heute immer noch so? Du musstest die Sprache von deiner Konsole ändern, damit das Spiel die Sprache hat von deiner Konsole. Nee. Mehr als 100 Resets am Tag sind echt, tun weh, finde ich. Ich glaube, ich will schon wieder aufhören. 100 sind aber 100 Minuten, mindestens. Also du brauchst also doch eine japanische Disk. Ach so. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du kannst es trotzdem mit der deutschen Disc abspielen. Du änderst nur die Sprache im Spiel. Okay. Ja, okay, dann ist klar. Dann. Ja, du kannst es den Save umändern auf das andere. Und dann kannst du mit der japanischen Disc einfach. Aber dadurch musst du es nicht auf Japanisch durchspielen. Ja, okay. Das heißt, Augen, Andy, du machst gerade Gen 3 GameCube Shiny Hunting. Moment, holst du dir die drei Katzen hier in dem Spiel oder Roma? Verrückte Roma in Gen... Wo holst du die Roma? In Gen 1? Nee, wo geht es? Hat Gen 3 Raubkatzen Roma? Ich bin seit über einer Woche erfolglos und mache das um die 8 bis 10 Stunden jeden Tag. Hast du denn mitgezählt? Deine Ultra-Lumas. Und dann hast du es und niemand interessiert es, weil jeder ist so, was sind Lumas? Aber ist egal, dich interessiert es. Du holst dir die Raubkatzen im Kolosseum. Moment, aber weil du gesagt hast, du willst es nur um Spielstände zu bearbeiten, heißt das, du hast viermal Kolosseum in den Gamecubes drin liegen? Da hätte ich ja Angst, dass das Spiel abstürzt. Wenn du das nicht digital machst. Hast du da keine Angst?
Viermal deutsche Kohle und ein japanisches. Bist du des Wahnsinns? Ich hätte so Angst, dass das Spiel genau dann abstürzt, wenn du das Shiny speichern willst. Weil mir ist Kolosseum schon so oft abgestürzt. Als ich normal durchgespielt habe. Und auch hier, als ich das gemacht habe, noch nur mit einer Disc. Immer wenn die Tür aufgeht, wenn du das fängst, wenn du den Kampf beendest, immer die Gamecube so. Oh. Oder das Laufwerk. Ja klar, dann brauchst du wirklich nur eine Möglichkeit, um den Spielstand zu bearbeiten. Und ich habe keine Angst. Okay. Ein Mod, der auch sehr angenehm ist, wenn du den Lüfter moddest. Das macht die Gamecube so unfassbar leise. Das ist so angenehm. Ich habe das nur bei einer. Aber ich wünsche dich jetzt bei den anderen dreien auch. Weil der Raum hier ist so laut. Ihr hört das nicht, aber diese vier Gamecubes sind halt wirklich so... Wenn ich in allen vier den Lüfter-Mod drin hätte, dann wäre das schön. Dann würden sie schnurren. Nächste Woche soll ich endlich anfangen können. Cool, dann schauen wir mal, wer es zuerst findet. Mit wem du anfangen sollst? Also, Entei kommt als erstes. Warum solltest du an dem vorbeigehen? Wenn du über 8000 bist, machst du dann RNG? Nein. RNG werde ich nur einmal machen bei Deoxys, um ein Video drüber zu machen. Es geht ja nicht darum, wer schneller es findet, sondern bei welcher Zahl an dir es findet. Aber wenn ich eh die Safe-File bearbeiten kann, kann ich überall sein, wo ich will. Ja, klar. Aber vergiss nicht, ich habe den Fehler am Anfang gemacht. Vergiss nicht, dass du wirklich nur die Shiny hattest, die du das erste Mal siehst. Weil du kannst sie ja alle wiederfinden im Endgame. Du kannst ja ihn nochmal herausfordern und er hat dann wieder Entei. Aber dieses Entei kann dann nicht Shiny sein. Geh wirklich immer nur dahin, wo du das allererste Mal die Katze siehst. Gibt es eine Möglichkeit, das Game schneller zu machen oder nur, wenn man moddet? Ich wüsste nicht mal, wie ich das Game schneller mache mit Modden. Ja, mit Modden geht alles. Also natürlich geht es irgendwie, aber ich wüsste nicht, wie ich das Spiel schneller mache. Hallo Cynthia. Mach Suicune. Suicune hat, glaube ich, einen gemeinen Weg, den du jedes Mal gehen musst. Wobei, ich glaube, es ist bloß so Treppen runter irgendwie. Würdest du, wenn du es könntest, beschleunigen? Nö.
Dann wär's ja keine Shiny Hand mehr. Ich beschleunige ja jetzt schon mit 4 Konsolen. Ich mach's ja schon 4-mal schneller. Aber das Spiel schneller machen ist No-Go. So kann man es auch sehen. Nur so kann man es sehen. Ich habe keine höhere Chance. Ich mach's nur 4-mal schneller. Bei Raiko kommen Alarmtöne? Ich habe mir die anderen beiden nicht angeguckt, wie man die huntet. Ich habe Suicune mal gesehen, aber Raiko habe ich noch nie gesehen. Alarmtöne? Ach, bist du da, wo die Bombe explodiert? Und dann macht sie die ganze Zeit so bäh, 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 bäh. Ah, Ton ausmachen. Ich habe gestern noch Giratina, nein, Dialga geholt. Level 1 Dialga habe ich gestern noch geholt. Dann habe ich zum dritten Mal angefangen. Ich habe noch geguckt, ob ich irgendwo noch einen Machina Arceus habe. Habe ich aber nicht. Also muss ich zum dritten Mal HGSS starten. Da hatte ich aber dann keinen Bock mehr drauf. Aber später hole ich mir dann das dritte, das Level 1 Palkia. Und dann habe ich wirklich alle Origin Dex, Gen 3, Gen 4 Pokémon. Und dann bin ich wirklich fertig. Level 100 Carpador, Level 1 Legis. 3 verschiedene Arceus. 2 davon auf Home. Oh, das Arceus muss ich noch auf Level 100 bringen. Oh, hallo Jenny. Wie bringe ich das Arceus auf Level 100? Ich glaube, ich übertrage es auf Platin und dann mache ich da einfach Kampfradar und stelle mich zu dem stärksten Trainer und besiege dessen Pokémon mit meinem Arceus. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich sonst... Oder beziehungsweise ich muss noch gucken, was ich für Sonderbonbons habe. Ich glaube, ich habe immer noch Sonderbonbons in Platin. Und dann gucke ich mal, wo ich noch welche finde, die ich aufsammeln könnte. Und das wären dann die letzten Level. Das heißt, allein wenn ich 10 finde, wäre es, glaube ich, schon mal ziemlich geil. Dann kann ich es von 90 auf 100 Sonderbonbons nehmen. Weil zumindest das muss ich legit machen. Was heißt zumindest das? Ich habe alles legit gemacht. Bis auf das Level von Gengar. Das hatte Level 100. Gengar hätte nicht Level 100 sein dürfen. Aber wie wir gestern festgestellt haben, es hätte noch nicht mal Level 100 sein müssen. Es hat es eher schwieriger gemacht, weil es mir nicht mehr gehorcht hat. Shiny Entei wäre ein cooles Ribbon Master. Das ist auch mein Ziel. Wenn ich Shiny Entei habe und mein Origin Dex fertig habe, dann will ich mit dem Entei, dann will ich aus dem Entei ein Ribbon Master machen. Daycare abusen, da gibt's wohl einen Trick und ich denke nicht, dass sich das Moveset ändert, wenn es auf Level 80 ist. Es wäre ja sogar egal. Ich will nur das Moveset nicht ändern, weil ich will halt, dass es das unangefasste Arceus ist. Natürlich wird's angefasst werden wegen Level 100, aber vielleicht doch mit noch mit Glücksei. Ja, Glücksei habe ich. Glücksei habe ich mir extra geholt in Gen 3. Das war sogar recht anstrengend. Das habe ich mir extra geholt, um... Was habe ich da hochgelevelt? Ja, einfach weil ich gelevelt habe für die Top 4. Habe ich mir ein Glücksei zuerst geholt, wo ich krasses Glück hatte. Es war aber relativ komplex. Wie ging das nochmal? Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das ist das Problem. Ich werde dieses Video machen und habe alles vergessen. Du hast so ein Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit, die Items wegnimmt. Raub. Aber welches Pokémon habe ich genommen? Pokémon mit Raub. Raub. Miauzi kann's, aber Miauzi. Mauzi, aber es war nicht Mauzi. Kannst du Items übertragen? Wie meinst du? Warum muss ich Items übertragen?
Snibunna? Nee. Ich weiß nicht, was es war. Ich hatte irgendeins, das kann Raub, und dann habe ich halt Chaneras bekämpft und immer Raub gemacht. Das Problem ist aber nicht, das Glücksei zu finden, sondern... Ah, ich habe Gen 3 gesagt. Gen 4, sorry. Natürlich Gen 4. Wir sind in Gen 4. Genau, Raub. Das Problem war aber eher, dass in dem Grasfeld, wo Chaneras vorkommen, kommen sie nur zu 1% vor. Und dann, aber ich glaube, das dritte Chanera, das ich gefunden hatte, hatte dann schon das Glücksei. Hey, Mauri. Genau, auf jeden Fall Glücksei auf Arceus, und dann stelle ich mich einfach da ans Wasser zu dem Typen, der 2 Garados hat. Und mach den einfach fertig mit dem Arceus, und so levelt man auf. Aber es wäre angenehmer, was zu haben, wo ich nicht ständig dieses Kampfradar machen muss. Weil wenn das Kampfradar fehlschlägt, ist es so erniedrigend. Achso, ja, man kann ein Pokémon in die Pflege geben und dann gegen, nicht gegen die Wand fahren, sondern gegen diese Anhöhe. Also gegen dieses Ding, wo man schnell drüber fahren muss. Wenn man aber nicht schnell fährt, fährt man die ganze Zeit hoch, runter, und dadurch bewegt man sich ständig und dadurch levelt dein Pokémon auf. Damit kann man auch Freundschaft erhöhen. Und dadurch levelt das Pokémon auf im Hort. Aber ich glaube, ich habe gar nicht so viel Geld. Aber sind es dann, zahlt man dann für 80 auf 100 oder zahlt man dann 20 Level? Man zahlt, glaube ich, 20 Level, oder? Aber... Wobei, es wäre vielleicht ganz interessant, das im Video einmal zu zeigen, dass es geht. Vielleicht mache ich das wirklich so. Aber das dauert doch eine Woche oder so. Ein Pokémon von 80 auf 100? Was ist ein Schritt, ist ein XP? Nicht mal wahrscheinlich. Warte, das interessiert mich jetzt. Wie viel ist ein XP in Schritte? Gen 4 Daycare, how many steps XP? The daycare is based on the number of steps you take in game. As in, for each step for which you move a panel, your Pokémon gains 1 XP. Wie viel XP braucht Arceus von Level 80 auf 100? Wo finde ich sowas? Wo finde ich so eine Stat? How much XP Pokémon until certain level? Mit Münzamulett. Man zahlt die 20 Level und 20.000 hast du legit in einem Kampf mit Münzamulett. Ja, ja, das stimmt. Experience Table. Aber das ist doch bei jedem Pokémon anders. Fluctuating, slow, erratic, fast. Stimmt das? Okay. Da muss es doch irgendwo so einen Calculator geben, der dir sagt, wie viel Level du brauchst. Hier ist der Calculator Site. Okay. Ah doch, das ist so. To next level, total experience. To next level, okay. Also brauche ich von Level 80 auf 100. Von 737.000 auf 1,6 Millionen. Im schlimmsten Fall. 700 auf 1,6. Das heißt ungefähr 1 Million Schritte. 1 Million Schritte. Das dauert einen Monat. Wie viele Schritte geht man, bitteschön? Also 1 Million Schritte? Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wobei, wenn ich Sonderbonbons habe, sind es vielleicht eben nur 10. Hallo Lukas. Aber für Arceus muss ich mir Mühe geben. Ich werde es auf Level 100 bringen. Mit Daycare
Okay, aber ich glaube, da bin ich in einem Monat nicht fertig, oder? 1 Million Schritte ist sau viel. Ich muss einmal auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Dann schaue ich auch deinen Spirit an. Gleich. Einen Moment. Thorax. Thorax. Ich weiß den Namen nicht, aber du bist eine Ultrabestie. Elektro. Arcus hat 1,25 Millionen XP. Aber woher weiß ich jetzt, wie viel XP es hat auf Level 80? Wie viel XP hat Arceus auf Level 80? Es gibt nur so eine allgemeine Tabelle, aber da steht nicht, welches Pokémon zu welchem Typ gehört. Weil Pokémon leveln unterschiedlich schnell auf. Und dann stimmt die Tabelle schon mal nicht, weil da stand 1,7 bei dem letzten. Kannst du das nicht im Game nachschauen? Das kann ich. Das stimmt. Das könnte ich tun. Wo ist mein Arceus drauf? Hier. Ich guck mal schnell währenddessen. Ist schon mal nicht so schlimm wie 1,7. Kann man irgendwo diese Zusammenschnitte von deinem Pausen-Overlay ansehen? Du meinst Clips? Ja, hier auf Twitch. Das sind Clips hier auf Twitch. Aber du kannst sie auch auf meinem Archiv anschauen. Ausrufezeichen Archiv. Da sind aber noch nicht so viele drauf. Da lade ich jeden Tag einen Clip hoch. Ausrufezeichen Archiv. Da sind schon ein paar drauf. Aber lang noch nicht alle. So, ich stehe hier, Arceus, aber das ist das falsche Arceus. Wenn, dann checke ich schon das richtige Arceus, auch wenn die wahrscheinlich alle den gleichen Level-Prozess haben. Mein Pokéball Arceus hat... Bist du Pokéball Arceus? Ja, Arceus Level 80 hat 640.000. Das heißt, ich bin bei der Hälfte. Ich brauche so ziemlich exakt das gleiche nochmal. Also nochmal so 650.000 XP. Das sind 650.000 Schritte. Besser als 1 Million. Voltreant heißt es. Genau. Voltreant. Ich glaube einfach nur Voltreant. Es gibt halt auch Voltrean. Das ist auch der Vogel. Das klingt ein bisschen zu ähnlich gerade. Voltrean. Schritte. Was ist, wenn man einen Schritt pro Sekunde macht? 1, 2, 3, 4. Das könnte stimmen, wenn man diesen Ding die ganze Zeit hochfährt. Wie viel sind 650.000 Sekunden?
geteilt durch 60. 10.000 Minuten geteilt durch 60. 180 Stunden. Hm. 180 Stunden ist viel. Kannst du nicht einfach Sonnenbonbons erglitschen? Ich versuche das komplett ohne irgendwas zu machen. Nein, kann man nicht, erstens. Erglitschen geht's nicht, aber cheaten kannst du sie natürlich. Aber im Origin Dex geht es darum, alles legit zu machen. Oh nein, es gibt nicht sowas wie Missing No in Gen 4. Dann über Nacht laufen lassen? Ja, das sind dann 24 Stunden. Und 180 sind noch ein paar mehr 24 Stunden. Ich werde nicht 180 Stunden lang meinen DS einfach nur liegen lassen. Nee, das ist zu lang. Kann er ein Glücksei tragen? Das zählt nicht, oder? Arceus Glücksei im Hort? Kriegt es dann 2 XP? Könnte ich das nachschauen, indem ich einfach es reingebe, einen Schritt mache und wieder abhole und gucke, wie viel XP es hat? Oder vielleicht zählen die XP immer erst dann, wenn es ein Level aufgelevelt hat? Keine Ahnung. Beim Hort bringt das Glücksei nicht. Ja, dachte ich mir. Nee, ich glaube, es geht schneller, wenn ich einfach kämpfe damit. Das Ding ist sackenstark. Kämpfen wird kein Problem sein. Ich will ihm nur eine andere Attacke beibringen, aber eigentlich will ich nicht, dass der andere Attacken kann. Aber nur Hyperstrahl und Seher ist halt auch anstrengend. Man macht doch safe mehr als einen Schritt pro Sekunde an dieser Wand. Es ist ja nicht eine Wand, es ist dieses Ding, das nach oben fährt und du kommst da nicht hoch. Das heißt, er fährt dagegen und rutscht wieder runter. Fährt dagegen, rutscht wieder runter. Okay, ich mache noch einen Reset und dann gucke ich mal kurz, wie das aussehen würde. Ich leg schon mal ein. Beim Fahrradweg machst du 10 Schritte die Sekunde. Ja, das wäre aber nicht AFK. Dann kann ich auch kämpfen. Ich kann auch einfach immer, wenn ich wach bin, kämpfen und wenn ich schlafen gehe, Fahrrad machen. Einfach kombinieren. Dann noch gucken, wo alle Sonderbonbons im Spiel sind. Für die letzten Level. Ich guck gleich. Ich starte gerade das Spiel.
Du hast dein Upsoul auf Level 100 vor dem ersten Orden. Bist du des Wahnsinns? Ach so, Upsoul Blocks. Für was musste er das nochmal machen? Für ein Item in Gen 2? Letztes Entei für heute. Ich versuche jeden Tag 100 Enteis zu machen. Aber es ist schwer. Mühsam. Nope. Gen 2 Daycare. Ja, ich glaube, er hat es nämlich in Gen 2 gemacht, um den Metallmantel zu kriegen. So. Ach, hier habe ich ja gar keinen. Bin ich hier überhaupt schon in Trostu angekommen? Sollte, doch, ich sollte. Ja. Alles voller Arceus. Nur 3 und 1 richtig und 1 auch richtig. Ah, nein. Geht schneller als eine Sekunde. 21, 22, 2 in der Sekunde, würde ich sagen. Das zählt als Schritt, weil das zählt nicht als Schritt. Aber das zählt als Schritt. Warte, wir können es ja sehen. Aber hier steht nicht, dass es zählt. Zählt es trotzdem, sind wir uns sicher? Weil der Schrittzähler geht nicht nach oben. Sind wir uns sicher? Ich glaube, du musst in der Höhle in Gen 4. Nur in der Höhle soll das gehen? Das gucke man mal nach. Any mud flap can walk or bike infinitely up one.
Mudflap? What's a Mudflap? Ist das das? Mudflap. Nein, nicht Mudkip. Das ist ein Flap. Klappe. Klappe. Mudflap. They change this between the games, and if you want proof, just register the step counter on your Pokédex and do the trick. No steps are registered. Fuego Ironworks. Fuego Ironworks? War das dieses... Ja, genau, das ist das da. Warte, bin ich da nicht gerade? Ah, nee, das ist oben. Warte, das ist hier. Hier. So, was für Trainer habe ich jetzt hier schon besiegt? Hallo Simply Phoenix. Und wo ist da? Und da drin soll irgendwas sein. Shit, Mann. Jetzt muss ich auch noch XP verdienen hier. Irgendwie soll in dem Haus, in diesem Feuerhaus da, soll irgendwas sein, was einen unendlich lang drehen lässt. Komm, ein kleiner Schritt Richtung Level 100. Ach Gott, der hat 4? So sehr lohnt sich das auch nicht. Die Dinger, die einen zurückwerfen, genau. Schon geil, dass... Also wenn ich mit dem kämpfe, muss ich andere Attacken lernen. Karel, der Rudi. Der Rudi Karel. Wie geht deine Attacke daneben? Bis Gott. Bedüff. Ich mach das aber nicht hier, ich mach das im Platin. Aber ich kann es auch hier machen. Aber hier habe ich kein Glücksei. Aber das Glücksei wäre ja dann egal. Na trotzdem, ich mache es trotzdem auf Platin. Platin ist mein perfekter Spielstand. Perfekt ist er nicht, aber mein weitester Spielstand. So, jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Ah. Ich muss da runter. Moment, was? Nein, ich dachte, die läuft nur rum.
Ich denke mir immer bei Trainern, die sich bewegen, die kämpfen nicht, sondern die stehen bloß rum und labern. Mensch, Sibylle. Sibylle, was ist denn das für ein Scheinux? Ich komme morgen wieder, dann schauen wir uns ein besseres Scheinux bitte an. Die Attacken von Arceus sind schrecklich. Ist der Seher daneben gegangen? Ernsthaft? Der Seher ist daneben gegangen. Wow. Gen 6 handelt ich immer über Geheimbasen mit Hytera gelevelt. Das ging relativ schnell. Keine Ahnung, die Geheimbasen. Ich hasse die so sehr. In Gen 6 weiß ich gar nicht. Aber hier allein schon habe ich die auch gehasst. Dieser Untergrund hier ist so schrecklich. Geh da nie wieder rein. Dumme Fossilien. Ich habe übrigens keinen Surfer dabei. Ich hasse es. Ich will es einmal nur kurz anschauen, wie das aussieht. Kurzer Hinweis, vielleicht Spiel ändern? Nee, kein Bock. Ach krass, du konntest QR-Codes aktivieren und dann hatte dein Gegner ein volles Team mit Hyteras. Ja, okay, das geht dann richtig schnell. Bringt halt hier so viel XP. Ach, die Dinger. Ah, jetzt check ich's. Oh krass, umso länger der Weg ist, desto mehr Schritte gehe ich. Okay. Vier Schritte. Der da scheint lang zu sein, der Weg. Der da ist auch lang. Fuck. Weiß nicht, es ist halt einfach ein Hytera. Es ist halt einfach eine Eigenschaft von Hytera, dass es viel XP gibt. Was für IVs gibt Hytera?
EVs, ich glaube, wahrscheinlich KP, oder? Es gibt einen Gegner im Kampfareal, irgendwo beim Vulkan, den man immer wieder besiegen kann. Das ist der beste Trainer zum Leveln. Okay. Den B-Knopf kann man ja auch festsetzen. Ja, aber schwierig. Da muss man ja was drauflegen. Ich frage, ob nicht vielleicht ein Schritt schneller geht. Weil dieses Zurückgehen dauert ewig. Vielleicht ist es dann schneller, wenn man nur eingeht. Weißt du? Balu. Bye, Husky. Du hast einen zweiten 3DS draufgelegt. Nee, Tesa geht nicht. Also was geht schneller? Das? Weil dieser Prozess dauert halt so ewig, das hier. Wohingegen, wenn ich... Weiß nicht. Am Ende ist es wahrscheinlich egal. Weil ich gehe ja immer den gleichen Weg wieder zurück, also sollte es wahrscheinlich egal sein. Ob man einen nimmt oder mehrere. Das müsste man einfach testen. Weil vielleicht ist das hier schneller. Zwei Schritte. Es fühlt sich schneller an als diese langen Schritte da oben. Entweder ist es gleich oder es geht schneller, wenn man kurz macht. Aber ja, so würde man das machen. Dann liegt der DS einfach da. Wenn ich nicht B gedrückt halte, ist trotzdem relativ schnell. Cool. Hier. 2, 1, tick. Tick, tick, tick. 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 Wahrscheinlich ist es gleich schnell. Wer fehlt dir noch im Gen 4 Origin Dex? Nix. Niemand mehr. Okay, so würde ich das machen. Also muss ich wieder zurück. Ich mach Fluchtseil. Denn ich werde das wahrscheinlich in Platin machen und warum kann ich hier kein Fluchtseil benutzen? Ich hasse dieses Item. Es ist so unnütz, dieses Item, weil man nirgendwo kann man Fluchtseile benutzen. Lass mich doch einfach hier aus dem Gebäude mich raushangeln. Lass mich raus. Ah. Nein. War ein Gen 4 Origin Jacks Video. Jedes Mal, wenn jemand fragt, eine Woche später. Also bedankt euch bei Adnubis. Eine Woche später jetzt. Scheiße, was ist das hier für Kacke? Ich will doch hier noch raus. Oh, tschüss. Ich habe nicht viel geschafft. Außer, nee, passt schon. Und jetzt alle, danke, Adnubis. Hast ja wieder toll gemacht. So, ich gehe.
Vielen Dank fürs Dasein. Morgen in der Früh kommt das neue Video. Die auf Patreon haben es schon den ganzen Tag. Marco hat gesagt, es ist das beste Video, was ich je gemacht habe. Nein, ist es nicht. Welches neue Video? Was wirst du morgen sehen? Wenn du es nicht anschaust und nicht eins zu eins nachmachst, bin ich sehr enttäuscht von dir. Persönlich. Jedes Mal, wenn Leo fragt, sagt, kommt es 2 Wochen früher. Wenn fragt nicht deutsch ist, dann ja. Ist Frick so eine bayerische Sache? Nein, das ist eine ganz normale deutsche Sache. Aber da ist ganz normales Deutsches. Kommt das Video jetzt 1 Woche später? Vielen Dank fürs Dasein. Vergesst nicht, regelmäßig zum Chirurgen zu gehen. Urlaub in China ist auch nice. Und vor allem, wenn ihr Chemie studiert habt, habt ihr ein gutes Leben. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich sag Bussi, Pussi, Pupupu. Tschüss.